Moin zusammen bei einer neuen Folge von Betreute Schrauben. Heute steht schon wieder ein Otello auf der Bühne, 125er, Baujahr 99, mit dem bekannten Problem der brechenden Ölpumpenzahnräder. Und bei meinem habe ich das schon gemacht, bei dem roten, bei dem ich letztes Mal die Simmerringe gemacht habe an der Gabel. Und der ist von Markus, der ist heute auch mit dabei und hilft mir dabei. Und ja, jetzt ist es so, wollen wir mal probieren, wie weit wir heute kommen. Ich meine, ich habe es jetzt schon mal gemacht, man muss ein paar Sachen abbauen. Und wir gucken mal, wie weit wir heute kommen, sonst bleibt das Moped einfach hier stehen. Ist ja kein Problem, machen wir morgen weiter. Und ja, ich werde jetzt den Teil, wo wir die Sachen hier abschrauben, den werde ich wahrscheinlich ein bisschen raffen, weil er einfach Zeit braucht. Ich schreibe dann quasi dazu, was man abmachen muss oder was wir gerade abmachen. Machen wir jetzt auch hier ein Zweikamera-Video draus, damit man das ein bisschen besser sieht. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen und ob wir das hinkriegen. Und viel Spaß beim Video und dann gucken wir mal. Dann fangen wir hier mal an. Und zwar, ja, wir müssen ja das Öl ablassen, logischerweise, ne? Weil da, wo wir nachher hinwollen, ist ja alles Öl gefüllt. Hier ist zum Glück jetzt noch die alte Schraube. Die wurde auch mal neu gemacht, Okay. weil die hat super wenig Fleisch hier, ne? Ja. Das Gewinde ist überhaupt nicht hoch genug eigentlich, ne? Es gibt super viele Leute, die nudeln sich die kaputt. Ich habe noch die Originale dran. Aber wenn du hier eine falsche Nuss nimmst oder hier irgendwie abrutscht oder so, ich glaube, es ist sogar besser, wenn wir hier einen Gabelschlüssel nehmen. Ich weiß nicht, ob es 17 oder 19 ist. Es gibt da halt auch Leute, die. Wie ist raus? So ist raus, ne? Du, glaub mir, da bin ich Experte drin. So. Ja, die Schraube ist so weich. Ja, siehst du? Weißt du, was passiert? Du rutschst da drüber. Das ist das Problem. Siehst du das? Guck mal hier. Aber zu kurz. Aber es ist doch 17, es ist niemals 15. Ja, weil die einfach so kurz ist. Das Einzige, was man dann probieren kann, ist mit einer Presszange zu machen. Es ist 17, de facto, ne? Aber die ist so fest. Ja gut, pass auf. Bis wir die Schraube offen haben, müssen wir hier mal ordentlich arbeiten. Das bringt ja nichts. Da fängt das schon an, ne? Das ist halt, ne? Das ist echt scheiße gebaut, Das ist einfach scheiße gebaut. Hat sich gut angefangen. Muskelkraft hilft manchmal. So, Man machen soll wir es meinen. jetzt. Man soll es nicht meinen, ja. So, machen wir es hier mal auf. Hast du schon mal aufgemacht? Nee, ne? Nee. Weil es kommen jetzt quasi hier ein paar Teile raus. Da muss man aufpassen, dass man diese Teile nicht verliert. Ah, okay. Und zwar eine Feder. Also da ist eine Feder drin, ein Siebchen. Das spritzt sowieso, das hilft nichts. Weil die ist halt federbelastet. Ja. Ne? Das Öl ist auch noch sehr heiß. Feder ist rausgefallen, macht aber nichts. Hauptsache, sie fällt da nicht rein. Kommt echt Da viel ist kein raus. Sieb drin, das Sieb fehlt, sehe ich gerade. Es ist kein Siebchen drin. Ich muss gucken, ob ich noch ein Siebchen habe. Kannst du mir gerade mal einen Gefallen tun und mir ein bisschen Papier hier abreißen? Sorry, jetzt da vercheckt. Hier Wo? von der Küchenrolle hier einfach. Ja, es ist kein Siebchen drin, aber Haben die wahrscheinlich, das haben die wahrscheinlich letztes Mal vergessen. Die haben auch die falsche Trinkkarte reingebaut. Ja? Voller Richter, muss ich Ja, sagen. das ist wirklich toll. Was für ein Laden? Voller Richter. Bei denen Oh. war ich auch mit einer alten Vespa. Die haben von nichts einen Plan Das gehabt. Dürfen wir eigentlich nicht sagen. Das muss ich wegpiepsen, Das oder? kannst du ruhig stehen lassen, stehe ich zu. Ja? Okay. Ja. Ja, es ist wirklich, also das Problem ist, viele Rollerläden haben halt wirklich überhaupt keinen Plan. Da Ich ist ein meine, Siebchen drin. ich, mein, ich sage jetzt nicht, steckt es noch da? Ja, steht oben. Ah, wir nehmen alles zurück. Wir behaupten das Ja, Gegenteil. genau. Wir haben Ja. nie was gesagt. Ja, normalerweise fällt das mit raus. Ist jetzt in dem Fall nicht so gewesen. Das ist hier, steckt hier quasi drin, so. Siehst du das? So. Oh. So. Heiß ist es. So, die Bühne muss ich nachher eh abwischen, deswegen ist es schon egal. Ich weiß gar nicht, kannst du mal da auf die Kamera gucken, was man da überhaupt sieht? Und da überhaupt was sieht? Man sieht wahrscheinlich gar nichts, ne? Du bist jetzt bis hier. Okay, das geht. Ja, Öl ablassen, ne?
Ist ja eh ein Witz, ne? Also, kennt ja jeder, hat ja schon tausendmal gemacht. Warte mal gerade, kannst du die Wanne mal wegstellen einfach? Weil Öl sind wir jetzt eigentlich fertig. Ne? Also ne, wir hatten Dorn, ne? Ja. Den drehst du hoch und, zack. Und dann sprengst du die Mutter damit quasi. Ne? Voraussetzung ist immer, man kommt dran. Du kommst dran. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Das habe ich schon bei einer Mutter vom Otello nämlich schon mal gemacht. Ja, so und dann drehen, ne? Bitte drehen Sie so. Das dreht vorbei. Ich krieg den nicht angesetzt. Nee, ne? Das ist. Nee, ist unmöglich. Der Scheiß verwinkelt. Ja, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, das mit der Zange zu probieren. Ist mir warm, ey, meine Güte. So die Klimaanlage wieder auf Power stellen hier. Turbo. So. Aber natürlich auch die hinterste, ne? Logisch. Das war so klar. Mann. Aber ich frage mich, ob jemand noch dran war, weil es sieht nicht aus, als hätten die irgendwas gewechselt an dem Gerät. Nee, das ist die Originale, das ist ja das große Problem. Eben, aber dass die rund ist. Ja, das Problem ist, ich habe hier keinen Aktionsradius, weißt du? Kraft ist ja genug da, das ist nicht das Problem, aber ich komme hier nicht, ich komme hier nicht runter. Der ist nicht in sich drehbar, ne? Also wenn man den oben lösen würde und den einfach abschrauben und zur Seite drehen oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ob der das schafft. Also du meinst die Krümmerschrauben abmachen und dann mit dem Krümmer rausnehmen? Ja, aber die Schrauben sind niegelnagelneu, neu. Das heißt, da muss jemand gewechselt haben, habe ich das Gefühl. Aber wie soll das gehen? Wir können es probieren, ne? Krümmerschrauben abmachen. Ah, da kommt der Kawasaki-Fahrer und der kann sein Moped ja mal schön draußen abstellen jetzt erstmal. Ah, der weiß, dass ja das hier ab und zu gedreht wird. Wenn eine Verlängerung nicht reicht, ne? Ist offen! Ist offen! Er hat Musik auf dem Helm. Hi. Na? Wir sind fleißig am Drehen. Was machst du so? Das Moped ein bisschen aufpassen, damit es blau wird. Ich schwöre, wenn du das Moped jetzt reinstellst, Christian, ne? Dann werden wir in diesem Leben keine Freunde mehr. Na gut. Na gut. So. Schrauben wir uns hier mal die. So, nachdem wir jetzt ungefähr. Ja, wie lange haben wir gebraucht? 45 Minuten? Mindestens.
versucht haben, den Auspuff abzumachen, beziehungsweise den Auspuff vom Kummer zu trennen, haben wir das jetzt geschafft. Haben die Schraube eingedremelt, abgefeilt und haben sie dann abgekriegt. Ja gut, das hätte man jetzt nicht abmachen müssen. Ja, ich mach mal wieder dran. Ist egal. Ja, du weißt, Learning by Doing und so. Alles kein Problem. Was auf jeden Fall ab muss, ist hier der Fender oben, ne, weil der hängt noch am Motordeckel dran. Das Einzige, was uns noch gefehlt hat, war Feuer, oder? Feuer, ja, Feuer hat noch gefehlt. Das war das Einzige, was wir nicht ausprobiert haben. Und Eis, Feuer und Eis. Fire and Ice. Erstmal einfrieren, danach Eis. Da wäre wahrscheinlich der Spielbolzen auseinander geflogen. Da wäre irgendwie die Welt explodiert, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Liegt auf der Bühne, Christian, hinten. Ich liebe das, den Dremel hier wieder reinzutun, ne, weil das nächste Mal ist auf jeden Fall die Scheibe abgebrochen. Das kannst du gar nicht verhindern. So. Ach, meine Güte. Ja, jetzt ist es ja so, ich glaube, ich hatte den Fender wirklich abgemacht. Müssen wir abmachen, weil der hier am Gehäuse, dran ist. Ne? Das heißt, ich mache den auf der anderen Seite mal ab, jetzt schon mal. Ein Zehner. Chris, hast du gerade 10er Nuss Viertel? Achso, warte mal, hier? Ist das hier? Ist das hier? Ja. Der kriegt seine Zündung nicht eingestellt. Und das Ding läuft einfach nicht. Das ist kein Wunder, aber der Sprit läuft ja überall hin. Der Sprit läuft überall hin, nur nicht in den Zylinder, ja, genau. Mhm. Das war so ein bisschen das Problem. So, ist der Fender ab? Oder fehlt da noch eine Schraube? Ah, okay. Ja, das könnte ich auch machen. Haben die? Vom Gefühl her, was machen. Das wird so ein richtiges Chaos-Video hier. Das wird stark. Eine Flasche Wodka, ja, das wäre auch super. Schraubst du gerade die Schrauben vom Kasten ab? Ja, genau. Ich hol mal. Oben noch eine von oben. Ja, ja, das ist das Problem. Und da, die müssen wir abmachen, weil sonst haben wir das Problem, was ich hatte, dass ich mir das einfach abgerissen habe. Ja. Was hier nicht so schön ist. Was sind hier eigentlich für fette Kondensatoren rumfliegen? Oh, die habe ich geschenkt gekriegt. Geil, ne? Leider nur 67 Volt, sonst würde ich hier die komplette Bordspannung vom, von der Garage glätten. 1,5 Farad. Nee, 150.000, ne? So, Vorsicht, oder ist das Licht schon ab? Licht schon ab, Licht, ne? Ich immer. Ja, okay, gut. Versuch den mal hier, genau, so rauszuziehen. Ja, genau. So, weg ist er. Schönes Kamerabild laufen, super. Ich sage halt Chaos-Video. Aber es ist auch ein Chaos-Projekt, deswegen passt kaum. Das. Kaum. Ja, kaum Chaos-Projekt. Siehst du die Schraube, die ich meine? Die da hinten, ne? Genau, also hier ist eine, ne? Hier oben. Ach die, die da, siehst du die? Ah, ist ja, ja, die ist auch wichtig. Warte mal, ich hole mal den anderen Kasten ran, dann können wir uns das mal angucken, wo die Schrauben überall sitzen. Weil wie gesagt, die müssen wirklich alle ab. Du brauchst insgesamt, ich kann dir sagen, wie viele Schrauben du brauchst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück brauchst du. Bevor wir keine 8 haben, fangen wir nicht an dran zu röppen. Sonst haben wir ein Problem. 6 habe ich. 6 hast du. Naja, sogar 7. Warte mal. Also 1, 2, 3. Hier ist noch eine. Da unten drin, und versteckt. Okay, und die obere noch. Warte mal, aber empfehle ich dir mit einer Verlängerung und einem Achter abzumachen, weil das sind Schrauben, die kannst du mit einem. Hier kann ich auch. Wollte auch länger anführen. Mit einem Achter hier.
geht das ziemlich gut. Man sieht mal wenigstens was von oben ohne Helmfach. Mhm. Ein bisschen wenig Platz auf die Bolzen. Auf welche Bolzen? Auf die Stehbolzen vom Auspuff? Ja. Das ist keine schlechte Idee. So. Numero, warte mal, 1, 2. Eine fehlt noch, die hier oben. 3, genau. Wir haben 4 Maschinenschrauben und 4 Plastikschrauben quasi. Ne? Dann sind längere Maschinenschrauben. Ja, warte mal. Nimm am besten mal. Wir können das doch hier alles adaptieren hier. Nur nochmal das hier am besten. Mit einer Knarre dran. Und ein Kreuzer. Nee, brauchst du ein Kreuz. Ist doch. Ja. Nee, hier, schau mal. Ach, ja, schön, das ist ja alles, ist ja alles Achterkopf hier. Ja. Weil da hatte ich gemacht, Markus erzählt, ich habe das bei mir gemacht und habe eine Schraube vergessen. Und habe geröppt. Auf einmal, das Plastik war super alt. Knack, in der Mitte durchgebrochen. Die ganze Luftfilter, die ganze Kastenabdeckung. Oh, nee. Mega ärgerlich. Ja. Und ich hatte zum Glück noch 2 von so einem Schlachter da. Ja, dann habe ich die ersetzt. Ja, stark, guck mal. So, jetzt kommt der Hackentrick hier. Jetzt kommt nämlich der Trick, das hier rauszukriegen. Das ist auch mega fummelig. Ja. So. Also ohne es kaputt zu machen, ne? Weil wir wollen es ja nicht kaputt machen. So, warte mal. Das hängt dann nämlich immer irgendwo. Und dann muss es ja hier auch an der... irgendwo vorbeikriegen. Kannst du das sehen von oben, Christian? Nee, ne? Moment, das hängt hier, Abdeckung. Ah, sieht schon besser aus. Ja. Oh. So, wichtig ist diese Halbmonde hier. 2 sind auf dem Zylinder und 2 sind hier quasi. Beziehungsweise, nee, die sind hier schon rausgefallen. Einer ist noch auf dem Zylinder drauf. Hier, siehst du den? Da, siehst du den? Da. Und der andere ist von oben. Ja, genau. Ne? Und die müssen wir wieder drauf machen, das ist ganz, ganz wichtig. So, und jetzt hier, siehst du den Unterschied vom 99er Otello, der hat den Ölkühler hier. Okay. Ne? Und der 2000er hat den quasi dann vorne mit Ölleitung nach vorne. Ah, okay, verstehe. So. Jetzt kommt auch ein funny Part jetzt auf jeden Fall. Jetzt machen wir uns erstmal das Lüfterrad hier ab. Ja. Du kannst nachher einfach den saubereren wieder montieren. Ja, genau. Boah, das ist alles hier ein Käse, du. So. Lüfterrad ab. Jetzt kommt nämlich gleich die Geschichte mit dem Polradabzieher. Super spaßig. Dass mir hier nichts verloren geht, du. So. Schlagschrauber, ne? Ganz wichtig. So, mal gucken, ob der noch genug Dampf hat. Das muss ich gleich nochmal aufpumpen. Muss ich ja nochmal wegtun. Warte mal. Ich hatte doch so BGS-Nüsse gekauft. Wo sind die hin? Da. Extra Schlagschraubernüsse hier. Können die anders? Die sind einfach haltbarer. Oh ja. Also die sind einfach... so, 17 ist das. Gucken, ob das funktioniert. Oh, ich finde eine Schraube. Wie war das in der Anleitung? Aufgeräumter Arbeitsplatz. Was haben wir hier? Einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Wir haben einen absolut aufgeräumten Arbeitsplatz. Oh, ja, ich... Ja. Wie war das? Der Kleingeist hält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos. Richtig. Ne? Richtig. Kennst du doch, ne? Also, ne? Da muss was dran sein irgendwie, ne? Kommt nicht von ungefähr. Ja, so. Oh, das ging aber leicht. Ja, das ging leicht. Pass auf, jetzt. Jetzt kommt der zweite Assi-Part. Du stehst vor dem Bild übrigens auch. So. Also, ja, macht nichts. Jetzt kommt der Part, wofür ich mir von Mario... diesen wunderschönen, guck mal, habe ich sogar markiert hier. Mario Rasch, schön, ne? Oh.
oder? Ach, der Abzieher. Ja, der Abzieher, genau. Ohne den Abzieher, kriegst keine Chance, ne? No fucking chance. Was mir Leute gesagt haben, ist, was hilft, wenn du klopfst. Ne? Das heißt, du bringst ein bisschen Spannung auf, ja, und dann klopfst du ein bisschen auf das, auf das Polrad hier drauf. Ne? Ach, der greift. Weißt du? Alles klar. Und du greifst, also das sitzt jetzt hier auf der Welle drauf. Ne? Ja, genau. Das heißt, du setzt den jetzt hier an. Das ist genau das Ding, was in der Anleitung auch drin ist. Ne? So, pass auf. Und jetzt, was ist das hier auch? 17, ne? Christian, bist du schon gewappnet, oder was? Jawohl. Stark. Klopf, das geht schon breit. Moment. Weil bei mir, ich sag dir, Christian, bei mir, nimmst du die schwarze Seite am besten. Das ist die härtere. Du so. Ja, da kannst du richtig drauf deuen. Ich weiß nicht, von welcher Seite du das am besten machen willst. Weil die Sache ist die, ne? Wenn das kommt, dann kommt das mit Gewalt. Aber so richtig. Warte mal, jetzt ist das gerade hier schepp geworden. Warum das so ist, weiß ich nicht. Nee, noch nicht. Not yet. Ich will jetzt hier auch nicht unnötig die Kurbelwelle zerdengeln, weißt du? Schon nix. Ach, na gut, schon nix, ne? Ja, der kommt hier aber auch schief. Ich weiß nicht, warum das so ist. Dann habe ich nicht richtig angesetzt scheinbar, ne? Tust du der Kurbelwelle keinen Gefallen, meinst du? Ja, du musst ja so schießen kommen wie der. Man muss schon darauf achten, dass das hier wirklich gerade wird. Weil sonst, je mehr Kraft du ausübst, desto schiefer wird das. Jetzt steht der Christian vor dem Kamerabild. Alles gut, Mann, entspann dich mal. Stinkefinger gezeigt. Den Hammer. Also bei mir, es hat einen Knall getan, ich habe mich richtig erschreckt, ne? Ja? Ja. Weil das richtig festgerostet war. Und ich habe da gedacht, so, pass auf, da musst du irgendwann abgeben, ne? Ja. Und ich war am Schrauben, irgendwann gab es einen Riesenknall und das Ding flog mir wirklich mit einer Roststaubwolke entgegen. Und ich so, wow, beeindruckend so, ja? So, ungefähr so. Ich habe nicht zu viel versprochen, oder? So, ne? Ohne den geht's nicht. Nee. Also keine Chance, das klappt einfach nicht. Ne? Das hätte den ich mir bestellen wollte, eh nicht geklappt. Nee, war es ein Dreier am Abzieher, oder was? Ja, so ein kleiner. Ach, vergiss es. Hab ich gehabt. Z hier oder so ein Scheiß. Hab ich gehabt, klappt nicht. Zum Glück kam der nie. Ja, okay, gut, sehr gut. Hat DPD verschlampt, hat das Geld so. Sehr gut, mega. Ja. So, jetzt ist hier der Stator drauf, ne? Eine Lichtmaschine. Christian, tut mir gefallen. Nee, ohne Scheiß. Sonst kann ich das Video auch ausmachen. Das ist ja Quatsch. Und jetzt würde ich wirklich vorschlagen, wir schlagen direkt einen Schlagschrauber hier drauf. Weil die kriegst du nicht aufgedreht. Das, okay, kannst, das, du ver- das, ja, das kannst du vergessen. Die haben Schraubensicherung dran. Ja. Und das kannst du einfach knicken. Deswegen gehen wir da jetzt hin und versuchen unser Glück. Schlägst du einen Hammer drauf, oder? Du schlägst einen Hammer drauf, genau. Okay. Ja, am besten mit einem richtig fetten Hammer, also einem Fäustel oder so. Ja. Weil alles andere bringt halt nichts. Du musst gucken, dass das Bit passt hier, ne? Ja, das ist wunderbar. Kann sich jemand auf die andere Seite stellen und mal gegenhalten, aber bitte? Oder einfach mal festhalten oder so. Jawollo! So, pass auf, Markus, ne? Ich habe ja gesagt, das sind die spaßigsten Schrauben hier. Ne? Ein Drittel ist schon gelöst. Das sind die spaßigsten. Okay. Das war bei mir die spaßigsten, okay, hier. Ja, bei mir waren es wahrscheinlich die Ausrutscher. Bei dir waren es. Du, man muss ja ein bisschen Abwechslung haben. Ne? Es hilft ja nichts. Ne? Das ist ja, wird ja langweilig sonst. Die Videos wiederholen sich auch. Ja, das wie genau. Doch. Ey, mega. Nein, zwei Drittel. Zwei Drittel, Mann. Stark. Starke Story.
Das ist ein geiles Gerät. Wobei brauchen wir eben auch. Ja, ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, so, ne? Zwei Drittel Mehrheit hatten wir eben auch schon. So, jetzt kommt die letzte. Ey, langweilig, Mann. Komm, lass uns doch nochmal mit Sicherungslack reindrehen. Über Nacht trocknen, dann machen wir es nochmal. Jetzt mal kein Scheiß. Was ich hier gerade sehe, es ist kein Sicherungslack dran. Meine Schrauben hatten Loctite drauf. Ah, okay. Guck mal. Ne? Stimmt, die sind blank. Die sind blank. Ne? Also die haben die entweder habe ich schon eine Lichtmaschine gewechselt, was natürlich sein kann. Aber die haben keine Schraubensicherung drauf gemacht. Und weißt du, warum sie das nicht gemacht haben? Weil sie es wussten. Genau. Weil sie die auch vorher abmachen mussten irgendwie. Ne? Genau. Also Loctite verschweißt also richtig. Nee, Loctite klebt die ein. Aber richtig, ne? Fest. Ist, ja. Aber richtig fest. Ja. Das ist halt, damit durch Vibrationen die Schrauben nicht rausfallen, sich nicht rausdrehen. Ne? Und so, jetzt ist das ja mega easy. Ne? Das heißt, wir machen jetzt oben, die machen wir mal ohne mal mit Schlag raus hier. Warte mal. Ja, das wäre super. Ja, warte mal. Eins von zwei, Markus. Das ist das quasi für die Zündung hier, ne? Das Teil hier oben. Das weiß immer, wann die Kurbelwelle auf OT steht. Also jetzt mal hier so zum Exkurs, ne? Das ist ja auf der Kurbelwelle drauf. Das hat eine bestimmte Stellung. Hier ist ja eine Einkerbung. Und hier oben ist ein Stück Metall. Und wenn dieses Stück Metall hier vorbeigeht, ne, dann wird quasi gezündet. Dann weiß die CDI, wann OT ist. Ne, wann der Kolben quasi oben steht. Ne, und das ist genau dafür ist das quasi da. So, eine Schraube brauchen wir noch. Eine Schlagschraube hole ich mir auch, das ist gut. Das ist cool, ne? Jo. Endlich kann man mit hast du das noch nie gesehen, doch, ne? Doch, doch. Ich hab's noch nie gesehen. Das ist genial. Also ich finde das auch echt klasse. Vor allem, das kostet auch voll wenig. Großartige Technik. Wie habe ich das gemacht? Ich glaube, ich habe das einfach nur weggehängt hier, glaube ich. Verdammt. Jetzt ist das hier drin, du. Das ist ja scheiße. Soll er gar nicht. Soll er gar nicht da rein. Okay, Mensch. Ey, da hält jemand fest. Ah, diese Magnetkraft, du, ne? Das ist doch. Kannst du mir gerade mal helfen, Christian? Hier. Auf der anderen Seite mal rausziehen, einfach. Da, genau, da ziehen. Dankeschön. So. Danke, Christian. Sehr gerne. So, das habe ich mir, glaube ich, genau, das habe ich mir oben drauf gelegt. So war das bei mir. So, da kommst du noch nicht weg. So, jetzt kommen wir hier quasi schon zum interessanten Teil, ne? Und zwar, die Schrauben müssen jetzt ab. Die der Öl, ich überlege gerade, ob der Ölfilter auch ab muss. Der hängt aber irgendwie, sieht aus, als er drunter hängt. Der hängt drunter, glaube ich. Ja, der ist ein Kanal. Ich glaube, der hängt drunter. Ich hatte ihn bei mir abgemacht. Weißt du nicht, ob das sein muss? Wir probieren es mal ohne. Ja, also das sind quasi die Schrauben hier. Sechskantschrauben, gibt es was Langweiligeres? Die gehen alle einfach so ab. Also Torx-Schrauben sind auch noch langweiliger, ja. Also wer hat sich Kreuzschlitz ausgedacht? Bei Kreuzschlitz ist es ja so, ne, je mehr Kraft du aufwendest, desto weiter will das Werkzeug aus der Schraube raus. Ja? Ja. Kreuz finde ich auch scheiße. Das ist Schwachsinn. Noch beschissen als Schlitz. Ja. Ja, gut, Schlitzschrauben sind zum Glück ja einfach. Ja, kannst du Plastik mit festmachen. Einfach veraltet. Na ja, ist einer vergessen. Ist das so? Fängt jetzt schon an zu schludern, ey, meine Güte. Und da drüber noch einen. Welche? Ah. Ja, es sind mehr als man denkt. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, ja, weil ich glaube, wenn wir hier jetzt aufmachen, dann könnte. Ja, ja, das macht nichts. Das kriegen wir nachher wieder hin. Also was ich nicht empfehlen kann, ist einen Schlagschrauber auf Viertelzoll zu verlängern. Macht euch die Sachen kaputt. War überhaupt nicht abzusehen eigentlich. Hätte ich niemals gedacht, dass es passiert. So, was ist das hier? Das. Da oben ist noch einer. Zack.
Die hatte ich aber schon gelöst. Ja, ne? Was mit der hier? Hier ist noch eine. Ja, es sind ein paar. So. Raus damit. Ja, die Sache ist die. Aha, hast du gemerkt? Mhm. Ja, ja, so, pass auf. Gib mir bitte mal ein Lappen von hier oben, bitte. Hier oben müsste irgendwo Lappen sein. Da bringt das nämlich mit dem Dings hier nichts mehr. Nee, das ist Molton. Das saugt nicht. Da oben, das Weiße, neben dem Ghetto Blaster. Links, 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 da. Ja, ja. Es läuft, Herr Doktor, es läuft. Ich komm schon. Tupfer. Tupfer. So. Hier ist der Simmering, ne? Hier? Mhm. Den habe ich bei mir auch neu gemacht, weil den habe ich mir kaputt gemacht. Und warum habe ich mir den kaputt gemacht? Weil ich den hier über den Halbmond gezogen habe und das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. So, legen wir uns mal weg. So, was guck mal. Der Halbmond ist der hier, das auf der Probewelle. Ach, das, Ding, okay, ne? das ist das Teil, was quasi von dem Rotor die Position bestimmt. Ne? Dass der Rotor immer gleich auf der Kurbelwelle sitzt. So, jetzt haben wir hier einen geöffneten Motor vor uns. Und du siehst unten das alte Ölpumpenzahnrad hier. Ja. Siehst du das? Jetzt machen wir mal ein kleines Päuschen und dann stellen wir die Kamera mal um, dann machen wir mal weiter. Jo, wir gucken jetzt quasi genau in den Motor rein. Schöne Sache, dass wir gerade aufgemacht haben. Jetzt mal hier im Close-Shot. Hier, der war da drin. Nein, war natürlich nicht. Das ist die Kronmutter, die wir jetzt hier aufmachen müssen. Die hat quasi ein Rechtsgewinde, oder Linksgewinde, sie hat ein Linksgewinde. Das hier ist das Übersetzungszahnrad vom Anlasser. Ne, der Anlasser sitzt quasi hier oben, das ist das Übersetzungszahnrad dafür. Und das, was hier unten sitzt, ist der Anlasserfreilauf. Das sieht man daran. Die dreht sich quasi in eine Richtung frei, in die andere Richtung nicht. Ja, kann man jetzt nicht sehen, weil dreht sich in die andere Richtung einfach nicht. Ja, diese Kronmutter aufzubekommen, ist der größte Hass. Weil, erstens muss man sich ein Werkzeug selber bauen oder flexen, was hier quasi drauf passt. Das ist, glaube ich, hier ein 1-Zoll-Rohr. Und dann, wenn du versuchst abzudrehen, dreht sich der Motor natürlich mit. Das heißt, du musst den Motor irgendwie blockieren. Ich hatte jetzt gerade eben überlegt, ob wir das machen, indem wir hier... Hast du ein Blockiertool für Zündkerze, was du reinschrauben kannst? Das habe ich schon bei der Vespa gemacht. Dass du den Kolben blockierst. Ah, gute Idee. Aber da gibt es also noch so einen Lappen, was du reinschrauben kannst. Ah, das habe ich leider nicht. Okay. Ich habe es letztens adaptiert auf einen Schlagschrauber. Aber das macht überhaupt keinen Spaß und ich habe mir dabei auch wirklich wehgetan, muss ich sagen, weil ich das auch mit dem Schraubendreher gemacht habe. Ne? Deswegen sieht er hier so aus, warum er so aussieht. Ah. Ja, ich habe das quasi hier durchgesteckt. Ja, und das mit dem Schlagschrauber gemacht. Ich will das diesmal probieren, irgendwie mit Muskelkraft. Ich überlege mir jetzt gerade aber, wie wir am besten den Motor blockieren. Weil ich muss drehen in nach rechts quasi, ne? Ich nach rechts drehe. Ja, nach rechts dreht der Freilauf auch frei. Das ist das Problem. Ne? Hm. Weißt du, was ich meine? Also ich kann nicht das Rad des Freilaufs jetzt blockieren hier einfach. Ne? Das funktioniert nicht. Ja, das hört sich sehr langsam an. Und das heißt, wir können jetzt versuchen, unten am Ölpumpenzahnrad zu blockieren, weil das ist eh schon, ne, das Zahnrad hier unten ist das, was rauskommt. Das ist das Zahnrad, was bricht. Das ist das, was wir jetzt ersetzen wollen. Also wir können jetzt hingehen und gucken. Ich hatte das hier eben schon mal gemacht, ich hatte den schon da reingesteckt. Ne? Aber das ist halt alles vorne und hinten wirklich hier keksig. Ne? Am besten baut ihr euch so ein Teil in andere Richtung, Gunnar. So. So, und jetzt müsste man hier einfach irgendwas Langes nehmen und versuchen, das rauszudrehen. Warte mal. Aber das ist halt fast ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Weil das ist so fest. Kannst du mal von der anderen Seite dagegen halten, bitte? Eine Stahlstange hast du nicht dabei, oder? Nee, habe ich leider nicht. Gib mir bitte nochmal den Hammer, Christian, den Gummihammer. Ich möchte das hier mal ein bisschen aufsetzen. Ich weiß nicht, warum das hier nicht sitzt. Ich habe mir die Zähne, glaube ich, auch schon mal verbogen hier. So. Also ich glaube nicht, dass das hier zum Erfolg führt. Das heißt, wir müssen das gleich mit dem Schlagschrauber probieren. Ja. Ja. Jetzt ist das Ölpumpenzahnrad, glaube ich, hin. Warte mal. Ja, ich meine, das ist ja egal. Kommt da eh ab, ne?
Ah, nee, ich habe mir jetzt vom Ölpumpenzahnrad die Zähne abgedreht. Weil du hast ja ein Stahlzahnrad und das Plastikzahnrad. Ich habe mir jetzt gerade vom Ölpumpenzahnrad die Zähne abgedreht, die fallen jetzt hier auch schon runter. Das heißt, das bringt so nichts. Ne? Das heißt, wir schaffen es nicht, das irgendwie zu blockieren. Warte mal, was natürlich noch ginge? Warte mal, was ich gerade überlegt habe. Wenn man das Rad blockiert. Ja, warte mal. Ich zieh mal wieder raus, das bringt einfach nichts. Ja, das funktioniert ja nicht, das ist ja gerade das Problem. Ne? Der dreht ja mit. Ne? Du hast keine Chance. Ne? Wenn du das blockieren würdest, ne? Siehst du, was passiert? Es dreht mit, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, deswegen bauen wir uns das jetzt mal zusammen und dann machen wir gleich mal weiter hier. So, und jetzt kommt bitte nicht nachmachen. Ich habe das jetzt hier quasi so gebastelt, dass ich hier einen Schlagschrauber ansetzen kann. Nicht nachmachen. Man kann das so machen, ich empfehle es nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das bei den anderen Motoren gemacht habe. Irgendwie. Handschuh anziehen vielleicht? Handschuh, sowas für ein Mädchen. So, da das jetzt, ich bin gut versichert. Ne, stellt bitte auf festmachen, ne? Weil das ist ja ein Linksgewinde. So, jetzt gucken wir, ob das funktioniert hier. Krass, ne? Zum Glück habe ich eine Mütze aufgehabt. Ja, das war knapp, ne? Das war richtig knapp. Ja, ich sag ja, ne? Nicht nachmachen. Ja, kann ins Auge gehen. Aber guck mal, was wir hier gemacht haben. Aber ist nicht durch den Hut geflogen, oder? Alter, nee. Ist doch nichts passiert. Alter, ey. Ah, komm. Ich sag ja, ey, ich wusste, dass das schief geht. Hast die Schraube abgeschert, die ist einfach rausgeflogen. Hättest du festkleben müssen, ne? Ah, egal. Details. Hätte eine Kontermutter. Details. Stimmt eigentlich. Nervt mich nicht mit Details. So, was wir hier sehen, ist, sie hat verloren, ne? Das heißt, wir haben sie ab. Outside steht sogar drauf. Schön. Jetzt das Wichtigste, ne? Wenn ihr euch den Anlasserfreilauf, was ist los mit euch? Alles gut, ne? Wenn ihr euch den Anlasserfreilauf rausmacht, dann haltet. Leute, sagt mal, ich muss hier was erklären. Entschuldigung, dass meine Zelle noch. Wenn ihr euch den Anlasserfreilauf rausholt, dann fasst den bitte hinten an. Wenn ihr euch das Zahnrad hier rauszieht, habt ihr richtig Spaß. Ja, also bitte hinten anfassen, rausziehen. Ja, das hier ist das Nadellager, das kann ruhig rausfallen, das ist kein Problem. Das kriegt man hier auch wieder eingesetzt, das ist überhaupt kein Ding. Sprache so leicht, ja, funktioniert aber. Das hier immer zusammendrücken. So, was wichtig ist, jetzt haben wir die beiden Zahnräder hier, die tauschen wir jetzt. Das heißt, wir brauchen oben auch ein breiteres Zahnrad als unten. Das führt dazu, dass wir diese Sachen hier abfeilen müssen. Das zeige ich jetzt nicht, wie das geht. Die Schraubenköpfe sind einfach zu lang. Man könnte hier auch andere Schrauben verwenden, dafür muss man den aber demontieren. Da habe ich keinen Bock drauf, weil ich habe mir das schon mal rausgezogen. Es war eine Mega-Fummelei, mache ich nicht. Das heißt, wir feilen die gleich schön ab, habe ich bei mir auch gemacht, funktioniert. So, das heißt, den legen wir uns jetzt schön weg. Von hier unten auf ein Tüch drauf. Jetzt können wir uns das Ölpumpenzahnrad hier abmachen. Wenn ich irgendwo einen Zehner finde. Wer hat denn einen Zehner? Irgendwo muss so ein Zehner sein. Hier ist ein Zehner. Aus dem Schlagschrauber machen? Oder habt ihr jetzt Angst? Nur wenn eine Schraube durchgeht. Nur wenn eine Schraube durchgeht, ne? Wo ist denn die große Knarre jetzt? Das ist so alles Käse hier. Da. Ah, warum habe ich die da hingelegt? Danke dir. Ich weiß auch nicht. Hatte keinen Sinn. Keinen Sinn und keinen Verstand. Den habe ich heute Abend sowieso nicht. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen blockieren. Das ist ja eh für einen Eimer. Das heißt, da können wir was zwischenstecken. Haben wir eben ja auch schon gemacht. Machen wir uns diese Schraube hier mal ab. Was ich letztes Mal, ich hatte letztes Mal ein Problem, dass ich das Antriebszahnrad von der Ölpumpe nicht abgekriegt habe. So, wichtig ist jetzt hier unten, das ist ganz, ganz wichtig. Das Zahnrad hat quasi hier so einen Bolzen. Und dieser Bolzen, so, das ist das kaputte Zahnrad. Das war nicht vorher kaputt, das haben wir uns eben kaputt gemacht, als wir versucht haben, damit den ganzen Motor zu blockieren. Kann nicht klappen, ne? Vergesst das.
macht es irgendwie anders, aber nicht so wie ich. Überlegt euch was. Schreibt es in die Kommentare rein. Ich freue mich immer, wenn jemand sagt, sag mal, habt ihr sie noch alle oder was? Fand die Idee aber ganz gut. Ne? Ja, Idee war ganz geil. Stellt euch nicht rechts daneben. Aber hier, Markus, wir haben echt super, super hier einen Vorteil, weil das war bei mir viel, viel schwerer. Das habe ich nicht abgekriegt. Ah, okay. Oder kaum, oder es ging viel schwieriger. Wenn du jetzt mal das neue Zahnrad holen würdest, hast du hier irgendwie. Ah, super, war perfekt. So. Jetzt halten wir uns immer gegeneinander. Da sehen wir, was DeLim hier geändert hat. Das ist, ich würde mal sagen, doppelte Breite. Ja. Ja, auf jeden Fall. Oder fast doppelte Breite. Na, das heißt, wenn ihr das jetzt hier reinsetzt, das kommt ja jetzt hier wieder rein. Das heißt, wir können uns das jetzt direkt hier draufsetzen. Passt nur in eine Richtung. So. Und jetzt den Anlasserfreilauf bitte festhalten. So. Und wenn wir das jetzt wieder draufsetzen, dann würden diese Schraubenköpfe hier auf dem Zahnrad aufsetzen. Und deswegen müssen wir uns die jetzt abfeilen. Das machen wir jetzt und dann machen wir mal weiter. So, also der Markus hat jetzt hier den Anlasserfreilauf abgefeilt. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Es ist wirklich mega schön geworden. Leute, hier mal konzentrieren, ne? Hier abgefeilt, die Schraubenköpfe, super geil geworden, also komplett plan. Das heißt, wir setzen uns jetzt wieder drauf. Wir haben es auch geschafft, beziehungsweise Markus hat es geschafft, ich weiß ja gar nicht, den nicht auseinander zu machen. Super geil. Das heißt, der kommt jetzt hier wieder drauf. So. Der hat ja hier quasi auch so einen Führungsstift, so einen Halbmond, nenne ich die immer. Da kommt jetzt wieder drauf. Dann kommt hier oben wieder das Zahnrad drauf. Obwohl, machen wir das jetzt schon drauf? Ne, machen wir noch nicht drauf. Müssen wir das nicht erst noch? Wir müssen. Ja, ich mache hier einen Bullshit, ey, so ein Quatsch. Markus hat natürlich recht, wir müssen es natürlich zuerst das neue Ölpumpenzahnrad drauf machen. Ne? Hier ist das alte, hier ist das neue aus Plastik. Ne? Man sieht hier, die haben es ungefähr um ein Drittel quasi verbreitert und ein besseres Plastik genommen wahrscheinlich. Und so, ich hatte ja gesagt, hier ist ein Stift. Und dieser Stift, der hält das Ölpumpenzahnrad quasi hier fest, damit sich das mitdreht. Das heißt, ihr müsst das hier auf den Stift aufsetzen. So, und dann kommt hier eine Mutti und eine Schruf. Unterlegscheibe, Mutti und eine Schruf. Unterlegscheibe und eine Schraube. Was nehmen wir? Messing oder Silber? Was findest du schöner? Ich meine, du siehst es nachher eh nicht mehr, ne? Ach, die Messing finde ich gut. Messing findest du war gut? War dabei. War dabei, ja, nehmen wir die. So, super. Drehen wir uns die hier drauf. Das hat keinen Kontakt zu dem anderen, oder was ist das? Eigentlich schon. War es dann andersrum drauf? Ich weiß nicht. Warte mal, lass mal überlegen. Das ist eine gute Frage. Dann müsste es eigentlich andersrum drauf kommen, ne? Das ist immer schön, wenn man sechs Augen hat, ne? Die sagen einem dann so. Gut, wow, was machst du? Was machst du wieder für eine Scheiße hier, für einen Käse? Jetzt ist hier der Stief rausgefallen, meine Güte, du. Wir können ja mal probieren, was passiert. Was andersrum drauf machen. Klar muss es andersrum drauf. So rum muss es drauf. Dann verzahnt es hier nämlich auch oben mit dem Zahnrad, wie es auch sein soll. Schwierig hier. Da kommt Aleph wieder. Die darf auch draußen parken. Christian, kannst du das mal gerade sagen? Bitte? Ich fand eine alte Vespa. Zu spät. Das ist keine Vespa, das ist ein China-Roller. Das hört sich nur so an wie eine Vespa. Ja. Nee. Ach nee, die Sphäre. Nee, siehst du? Nix China-Roller. Christian ist das mit seiner Sphäre. Meiner alten Sphäre. Da lacht er. So, jetzt sehen wir auch es verzahnt hier, ne? Also klar. Es kommt quasi mit dem Konus nach vorne, damit das Zahnrad weiter hinten steht. Jetzt klappt das ja auch. So. Jetzt kommt hier die Unterlegscheibe wieder drauf. Die Mutter. Das ist eine selbstsichernde Mutter mit einem Konus quasi oben. Jetzt brauchen wir hier einen Zehner. Haben wir hier. Mein Nachbar hat aus Versehen einen Notruf betätigt beim Fahren. Witzig. Oh. Hast du gerade gehört? Nicht wirklich, ne? Ja, kein Ding. Das blockieren wir uns das hier mal irgendwie so halbherzig. Also ich habe das eben abgemacht, diese Schraube.
Die ist nicht besonders fest drauf. Das heißt, ihr müsst hier keine Bärenkräfte aufwenden, um die hier festzumachen. Ihr kennt ja nach fest kommt ab. Das heißt, macht sie euch einfach handwarm fest hier. Und das tut's dann auch, weil wo soll das Zahnrad hin? So, jetzt ist das hier verzahnt. Super, das sitzt ja hier schon. Das ist ja kein Problem. Jetzt nehmen wir uns den Anlasserfreilauf bitte wieder schön zusammendrücken hier. Ja, das Nadellager. Tun wir uns hier wieder rein. Jetzt tun wir uns das hier so wieder drauf, dass es mit diesem Halbmond hier passt, der auf der Kurbelwelle ist. So, jetzt rutscht das da drauf. Jetzt kommt wieder die Unterlegscheibe und die Kronenmutter. Auf der Kronenmutter steht Outside drauf. Das heißt, ihr könnt das gar nicht falsch machen. Das ist wie Gasanschluss jetzt hier falsch rum drauf drehen. So. Diesmal, damit die Schraube nicht rausfliegt, haben wir eine Kontermutter drauf gemacht. Markus lacht schon, ne, weil dem hat sie eben den Hut vom Kopf gefegt. Das war echt nicht witzig. Also muss ich jetzt ganz ehrlich mal dazu sagen, fand ich eine echt scheiß Aktion. Das war einfach nicht nachgedacht. Das heißt, bitte hier jetzt auf Lösen stellen, ne? Reverse. Wir wollen die ja nach links festziehen. Ja, und zwar machen wir das jetzt hier ein bisschen. So, das reicht. Na, macht's euch nicht kaputt. Ah, die ist jetzt bombenfest hier. Jetzt kommt das Zahnrad hier wieder drauf. Guckt, dass das hier, ne, das Zahnrad lag jetzt hier unten auf dem Tuch. Guckt, dass ihr hier keine Späne mit reinbringt. Ne? Macht das am besten noch ein bisschen sauber. Das Wichtigste ist jetzt, weil wir jetzt hier in der quasi im Ölsumpf sind, dass ihr euch hier keine Fremdkörper reinbringt. Wenn ihr hier arbeitet und das liegt hier unten rum, war jetzt auch irgendwie blöd, dann fallen da Späne drauf eventuell. Macht euch das schön sauber. Ich sehe gerade, hier ist auch noch irgendwas. So, es kommt quasi wieder hier drauf. Ihr müsst eventuell den Freilauf ein bisschen drehen. Ne? Wenn ihr den Freilauf dreht, dann fällt das Zahnrad quasi hier einfach nur rein. Und jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir vorhin waren, als wir den Motordeckel abgemacht haben. Ich habe mir eben mal die Dichtung angeschaut. Ich habe bei mir eine Stunde gebraucht, um diese blöde Dichtung irgendwie vom Motordeckel zu popeln. Das liegt aber auch nur daran, dass die Dichtung bei mir wirklich kaputt war. Das heißt, ich habe die abgemacht und die war in zwei Teilen. Klar, sagt ihr jetzt wieder, ey, Digga, das ist voll geschlammt. Aber ich hätte jetzt empfohlen, diese Dichtung einfach wieder zu verwenden, weil sie ist eigentlich heile. Es gibt einen einzigen kleinen Riss. Und der Riss ist quasi auf der Außenseite von so einem Öhrchen hier, wo so eine Passhülse drin sitzt. Aber wenn wir die wieder verwenden, dann könnte es sein, dass wir das Teil sogar heute noch zusammengeschraubt bekommen, was ich niemals vermutet hätte. Und ich würde vorschlagen, dass wir das einfach mal probieren. Die Sache ist die, wenn es anfängt zu ölen, wissen wir ja, wie wir es wieder aufkriegen. Ne, Markus? Richtig. Ja? Dann holen wir uns den Christian hier ran, ne? für die Notfälle. Der ist dann der Problemlöser. Ich fall dann wieder. Du fallst dann irgendwelche Muttern vom Auspuff los oder so, ne? Genau. So, es ist jetzt wieder genauso, wie es vorher war. Ne? Nur mit neuem Ölpumpenzahnrad. Ne? Also das Zahnrad, was die Ölpumpe selber antreibt und das Zahnrad, was auf der Kurbelwelle sitzt, was das Ölpumpenzahnrad antreibt. Die Ölpumpe ist ja hier hinter. Die Ölpumpe hatte der Markus auch dabei. Ich habe dem Markus aber gesagt, das hier sind wieder so Kreuzschlitzschrauben. Ne? Wir hatten heute echt mega Glück mit Kreuzschlitzschrauben. Die einzige Schraube, die nicht abging, war die vom Auspuff. Und ich habe gesagt, pass auf, bevor wir uns jetzt hier mit den Kreuzschlitzschrauben irgendwie rumwürgen, lassen wir die Ölpumpe drin, weil die Ölpumpe geht eigentlich nicht kaputt. Die Sache ist die, man kauft sie bei Otello, im Zubehörhandel quasi als ganzes Stück. Das heißt, das Zahnrad ist dabei und die Ölpumpe auch. Die Ölpumpe geht aber nicht kaputt, weil das einfach ein Stator aus Metall ist, der quasi das Öl hier umwirbelt und da geht nichts dran kaputt. Das heißt, man muss wirklich nur das Zahnrad tauschen. Das haben wir jetzt heute auch gemacht. Was ich auch nicht wusste, ist, man kann den Ölfilter wirklich drin lassen. Ich hatte den bei mir demontiert. Das Coole ist, der hat hier so einen Kanal. Ne? Das heißt, das Öl kommt von hier oben, wird dann unten durchgepumpt durch den Ölfilter. Und der kann draufbleiben. Ne? Erspart euch, dass ihr irgendwie einen neuen braucht. Und klar, sollte man ab und zu mal wechseln. Letzten Endes kann man sich aber hier sparen, das abzumachen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt wieder an mit dem Zusammenbau. Da mache ich wieder mal eine Totale von und mache dann vielleicht eventuell ein bisschen Vorspulerei, weil das dauert jetzt alles ein bisschen. Und Öl habe ich, glaube ich, sogar auch noch da.
Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Und dann sagen wir nachher mal, ob der Eimer dicht ist. Weil dann kann ja Markus mal eine Probefahrt machen. Und dann kann er das mal empfehlen. Also, super. So, jetzt machen wir uns den Deckel wieder drauf. Und genau, schön gerade. Der Simmering nicht kaputt geht. Ja, sehr gut. Ja, ich bin mir nämlich irgendwie zerstört. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es geschafft habe. Genau, noch ein bisschen weiter nach links, genau. Irgendwas kantet gerade. Irgendwas kantet? Ja, man muss es schon, man muss jetzt ein bisschen mit ruckeln. Ja, genau, okay. Ganz genau, ja. Ja, super. Das jetzt Öse sind drin. Ja. So. Es gibt jetzt hier drei verschiedene Schraubenlängen. Passt das? Warte mal, ich hol mal einen Hammer. Ja. Hammer! Ah, jetzt habe ich es. Hast du? Ja. Sitzt? Ja. Okay. Jetzt. Okay, super. Wir haben jetzt hier drei verschiedene Schraubenlängen. Das ist die längste. Ja, dann haben wir hier quasi zwei, die sind so halblang. Wenn du jetzt drei Größen hast, sind zwei halblang und der Rest ist kurz quasi. Ne? Und die lange haben wir eben gesehen, kommt auf jeden Fall hier mit rein. Ja, da kommt die lange hin. Die kurzen kommen auf jeden Fall hier rein. Das sind die kurzen hier. Also wir können ja mal versuchen, die zu verbrauchen hier, ne? Also wir nehmen mal kurz, kurz, kurz. Nehmen wir hier nochmal kurz. Ihr merkt das ja sofort, wenn die nicht direkt packen. Ne? Da kommt definitiv auch eine kurze. Ja, wenn die nicht direkt packen, dann kann das so nicht sein. So, jetzt ist das 8er Bit, wo ist es denn hier? So, ne? Jetzt nicht festballern. Habe ich ja schon tausendmal gesagt. Dreht euch die nur halbwegs fest hier. Ich meine, dieses Video ist kein Anleitungsvideo, das darf niemand als eine Anleitung nehmen. Lebensgefahr. ja, dreht euch die hier halbwegs fest. Ich werde die gleich mit Drehmoment festziehen. So. Ich würde sagen, hier kommt eine kurze rein. Hier kommt eine kurze rein, meinst du noch? Ja. Ja, das sieht auch so aus. Das fühlt sich auch so an hier. So, jetzt haben wir noch zwei. Ah, die kommen hier unten, wetten? Hier? Jo. Die kommen da rein. Diese halblangen, weißt du? Mhm. Ja, tun sie auch. Siehst du das über Kreuz an dann? Ja, genau. Ich drehe jetzt erstmal nur rein. Also komplett ohne irgendwie Drehmoment. Genau, deswegen, ich habe ja kein Werkzeug hier dran. Einfach, dass sie drin sind. Ja, einfach, dass sie nur drin sind. Und dann holen wir uns gleich. Christian, die kannst du uns eigentlich schon mal holen. Das ist die schwarze Kiste auf der grauen. Die schwarze auf der grauen, ey, das ist total easy, ey. Das ist quasi eine Leihgabe von jemandem, von einem Garagenmieter hier. Und zwar ist das ein Viertelzoll Drehmomentschlüssel. Und da stellen wir uns jetzt mal ein. Was stellen wir uns denn da ein? 12. Meinst du? M6. Ich habe ein Werkstatthandbuch da, wir können nachgucken. Von dem Ding hier? Ja. Habe ich meins gekauft. Habe ich als PDF. Ah ja. Also als PDF gekauft. Ja. Verstehst cool, du? Cool. Ja, als PDF gekauft. Ja. Ich muss noch mal gucken, wo das ist. Fahrgestell, Vorderachsmutter, Hinterachsmutter, Bremssattel. Guck mal hier. 6 mm Schraube Mutter, 10 Newtonmeter. War gar nicht so schlecht. War schon gar nicht so weit entfernt. Komm, machen wir mal 10. Ja, 10 tut nicht weh. Oder 9. Ach, 9. 9 ist doch so ungerade, da geht ja gar nicht. 10 und 2 für die Putzfrau. 10 ist Zeit für die Putzfrau. Stark, ja. So, jetzt wie immer, ne, über Kreuz. Das heißt, fangen wir unten mal an. Die geht auch schon so schwer rein. In das südkoreanische Qualitätsprodukt. Der Motor ist ja Honda. Der Motor ist Honda. Habe ich mal gelesen. Da kommt eine kurze rein. Da kommt eine kurze Schraube rein. Das kann so nicht sein hier. Wo kommt denn die lange hin? Ja, das ist natürlich hier. Aber wenn hier eine kurze reinkommt, wo kommt denn die lange hin? Tja, gute Frage, nicht? Nächste Frage. Vielleicht kommst du doch hier oben rein. Nee, auf keinen Fall. Dann eher hier oder so. Meine Güte. Luft nach hinten für lange. Ja, Luft nach hinten ist immer, ne? Warte mal, lass mich mal hier mal gucken. Ne, das kann auch nicht passen, ne? Viel zu viel Gedrehe hier. Ne, vor allem, die sieht doch nicht so aus. Doch, passen würde sie da. Doch, die passt da.
Tun sie da rein, tun die kurz hier unten rein. Ne, ich meine, ihr kennt das ja vom Vario-Deckel, ne? Eine Schraube reicht eigentlich auch, ne? Dann fliegt der Vario-Deckel auch nicht weg. Na gut, wenn die letzte Schraube wegfliegt, fliegt er halt weg. Aber es ist leider in den ganzen Sprengzeichnungen von dem Ersatzteilhersteller, wo man hier die Teile bekommt, nicht so ganz zu ersehen, wo die kurzen und die langen kommen. Weil es gibt quasi einfach nur die drei Längen. Und dann wird gesagt, so, jo, hier, die Schrauben sind das, aber nicht, wo die hinkommen. Dass wir mal im Werkstatthandbuch gucken können. Aber es ist alles besser als vorher, weil die Zahnräder sind neu. Oder? So. Jetzt mal geil, wo war man schon, wo waren wir noch nicht, ne? Waren wir hier schon? Da waren wir schon. Waren wir da schon? Da waren wir schon. Da macht man ja eigentlich doppelt, ne? Ja, das sind 20 Newtonmeter. Hier waren wir noch nicht. Hier? Waren wir hier schon? Waren wir auch schon. Waren wir hier schon? Waren wir auch schon, ne? Wir waren überall. Wir sind schon überall und nirgends gewesen. So, fest. Was machen wir jetzt? Sag es mir, Markus. Diktator, wie das heißt. Stator. Sehr gut. Gut aufgepasst. Wir machen den Diktator wieder rein. Ja, den lächerlichen Diktator. Es geht hier oben quasi mit so einer Gummidichtung. Das ist dann, hier kommt das Pickup. Das ist nicht so der Snack. Da will ich aber keine Werbung für machen. Ah! So, der kommt hier rein. Das Kabel, wie lag das? Und war das hier unten oder oben? Das war garantiert unten. Eigentlich ist es egal, weil... Oben wird schwierig. Oben wird schwierig, ganz genau. Was Christian sagt. Die Frage ist, ob das Kabel links oder rechts lang geht. Das Ding hier unten? Das Schwarze hing nach unten. Das Schwarze hing nach unten. Das heißt, es kann eigentlich nur so gewesen. Ah, guck mal hier. So wird ein Schuh draus. Ja, guck mal hier. Passt mit dem Knick auch perfekt. Siehst du, immer, es ist immer gut, wenn einer aufpasst. Ich mache immer nur ab. Und einer passt auf. Jetzt haben wir hier quasi zwei kurze Kreuzschlitzschrauben hier oben, die das Pickup hier festschrauben. Mit Unterlegscheibe. Quasi. Das sind die sauberen, falls ihr euch fragt, welche das sind. Warte mal, das sind die Verkleidungsschrauben. Witzig, unter einer war gar keine Unterlegscheibe drunter. Das hatte schon mal jemand auseinander, 100 Pro. Nee, Moment, stopp. Das ist Quatsch. Da müssen wir mal schauen. Christian, kannst du mal kurz gucken hier bei dem Harter auf der Homepage da gerade, ob das Schrauben mit Unterlegscheibe sind oder ohne? Also, so wie das aussieht, ist das hier mit Unterlegscheibe. Weil ich habe hier zwei ohne, die da gut passen könnten. Muss man mal schauen. Warte mal. M5x12 ohne Unterlegscheibe. In Gelb. Ja, Gelb habe ich nicht. Ich hab nur Silber. Der Kameramann läuft durchs Bild, ne? Das finde ich echt bezeichnend. Ach, Spaß. So. Steht auch öfter mal im Bild rum. Steht auch öfter mal im Bild rum, super. Flasche Bier an der Kippe. Ja, Flasche Bier in der Kippe, ja, hilft ja nichts. Das Bier gewinnt. Jetzt muss ich hier trotzdem aber mal einen ordentlichen Schraubendreher nehmen. Was war das? PH1 ist, glaube ich, zu klein. Ja, PH1 ist zu klein. Nehmt einen PH2-Schraubendreher. Philips-Head. Sehr gut. Die Leute sagen mal, wie PH1, PH2? Und was heißt PZ? Potsy Drive, ne? Was auch immer das ist. Das ist das zweite. Das sind die Spackschrauben. Oh, Marke gesagt. Gibt ja schon noch Schrauben von Fischer und von allen anderen auch. So. Da ist die Tempo. Das ist die Tempo. Ja, das ist, wie nennt man das? Das ist so eine... Zewa. Zewa, genau. Ja. Oder Föhn. Föhn ist von Braun, glaube ich. Ach so, das ist jetzt Haartrockner. Ja, Haartrockner. Elektrischer Haartrockner natürlich. Elektrischer Haartrockner. Jetzt haben wir die fest. Jetzt machen wir hier uns die langen Schrauben rein, die hier schon mal jemand rausgemacht hat, weil im Original sind sie wirklich mit Schraubensicherung gesichert. Ich bin sowas von froh, dass das hier bei Markus nicht der Fall war, weil das ist einfach nur ätzend, wenn man die hier mit Schraubensicherung versehenen Schrauben hier mal rausmachen muss, weil da brecht ihr euch einen ab. Das ist einfach so. Gucken, ob der PH2 da auch passt. Schruf. So.
leicht anziehen, erstmal alles festmachen hier. Dann können wir da gleich noch ein bisschen dran rumdrehen. Ich hoffe, dass wir das niemals mehr aufmachen müssen. Markus, bist du bei mir? Ich bin bei dir. Ich bin du bist voll bei mir, ne? Der ganz ja. Große Freund davon, du bist der Freund, dass das nie wieder aufgemacht werden muss. Ja, ich bin auch wegen gar nichts. Muss einfach nie wieder aufgemacht werden. Ja. Drehen wir uns die hier fest. So fest, wie es halt irgendwie mit einem normalen Schraubendreher irgendwie funktioniert. So. Jetzt kommt. Na, wie viel Bier ist noch da? Nicht mehr viel. Genau drei. Das passt doch, ne? So, jetzt machen wir uns den Rotor wieder drauf. Der Rotor passt ja auch nur in eine Richtung hier drauf. Auf die Kurbelwelle. Schönerweise wird das hier wirklich auch durch Magnetkraft gemacht. So, hier war keine Unterlegscheibe drunter. Das heißt, hier kommt einfach die Buntmutter wieder drauf, die ich eben mit einem Schlagschrauber abgemacht habe. Das ist eine 17er. Die mache ich jetzt auch mit dem Schlagschrauber wieder drauf. Schlagschrauber gibt es ja immer so eine, also meiner hat das jedenfalls, gibt es so eine Abschwächung. Ne? Du musst nicht mit Vollgas das wieder zudrehen, sondern du kannst dann immer hier was einstellen, ne? Force, wir machen jetzt einfach mal hier auf 1. Ich weiß nicht, was 1 ist. 1 ist einfach fest, also ein bisschen mehr als handfest. Steht irgendwie. Ja irgendwo drin. Steht irgendwo drin. Ja, ja, du, aber ich bin ein Mann, ich lese keine Bedienungsanleitung durch. Ne? Das ist ja Quatsch. Anmachen, ausmachen. Ja, anmachen, ausmachen. Ja, eben, genau. So, das heißt hier. Kannst du gleich mal gegenhalten, ne? Bitte! So, wird gemacht. Warte mal, 17? Ist das 17? Oder habe ich gelogen? Nee, ist 17. Alles gut. Ja. Mal zwei. Ich mach mal zwei. Zwei zwischen 1 und 3, ist gut. Ja, super. Also ist fest. Ne? Lebensmittelmaß. Ja, Lebensmittelmaß, genau. So, super. Jetzt können wir hingehen und die Gebläsekastenabdeckung wieder drauf machen. Ach, die kommt schon. Die kommt schon, ja, ja. Müssen wir nicht das ja, oder nicht? Ach, siehst du, ich sage ja immer, ne? Es ist immer praktisch, wenn jemand dabei ist, der für dich mitdenkt. Das war ein Test. Ne, Quatsch, war kein Test. Ich habe es einfach vercheckt. Wird er nicht heiß dann. Ich habe es einfach vercheckt. Welche Schrauben waren das? Mit mehr Endgeschwindigkeit. Welche Schrauben waren das denn jetzt hier? Die hast du abgemacht, ne? Waren das die? Die sind ein bisschen kurz. Ich habe cool, das, ne? Hab das Gehäuse ab. Nee, die hier sind das. Ich meine, das ist ja eine ungerade Zahl, ne? Ja, drei Stück. Drei Stück. So, da haben wir 1 und 2 und 3. Also passt. Jetzt fällt mal ganz kurz mein Ladekasten mit Drehmoment. Ah, warte. Ich brauch das. Entschuldigen Sie, ich brauch das. Herr Doktor. Da habe ich mich auch schon zwei Schrauben verloren, glaube ich. Aber es hält ja. Da gibt's, ich erzähle jetzt mal einen Witz, pass auf. Ein Proktologe, ne? Wisst ihr, was es ist? Ja. Steht beim Patient am Bett und will irgendwas in die Akte schreiben. Und dann sagt die Schwester zu ihm mit hochrotem Kopf, oh Gott, Herr Doktor. Sie haben da ein Fieberthermometer in der Hand. Dann sagt der Proktologe, der Arzt, ja, verdammt nochmal, irgend so ein Arschloch muss meinen Kugelschreiber haben. So. Ja, finde ich gut. Kurz und gut. Kurz und gut. Ja, kurz und gut. Ich liebe kurze, knackige Witze. So, Lüfterrad ist wieder drauf. Ich glaube, wir machen wirklich die Gebläseabdeckung drauf. So, was ich vorhin erzählt habe im Off hier irgendwie war, es gibt so ein Gummi hier. Ne? Gummis sind ja immer wichtig, wenn man irgendwas verhindern will oder gucken will, dass nichts passiert. Das kommt hier quasi auf den Zylinder drauf. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt sehen kann. Mein Lieblingsspruch, kann man überhaupt was sehen? Wenn ihr die Gebläseabdeckung abmacht, dann seht ihr das. Ja, dann seht ihr, dass dass dieses Gummi hier rausfällt. Also es ist mega tricky. Ich habe das bei meinem ja auch machen müssen. Und ich weiß gar nicht, was besser war. Ob es besser war, das Gummi vorher auf den Zylinder zu machen. Oder, ich glaube, ja. Oder in diese Gebläsekastenabdeckung. Das ist voller Gefrimse. Das vier mindestens. Vier. Zwei hätte ich ja, das hätte mir ja geholfen. Aber das hilft. Ne? Das Problem ist, wenn ihr jetzt die Gebläseabdeckung wieder reinsetzt, dann kann es passieren, dass ihr euch diese Gummis quasi verschiebt und dann fallen die wieder raus. Deswegen achtet bitte darauf. Hast du das hier wieder richtig festgeschrieben? Ja, ja. Ja. Achtet bitte darauf, dass ihr diese Gummis, die quasi diese Gebläseabdeckung hier zum Zylinder abdichten, dass die da sitzen, wo sie sitzen sollen. Ich meine, ey, das Geilste ist, wer guckt sich dieses Video an? Mann, ohne Scheiß. Fast wie im echten Leben. Was meinst du mit den Gummis? Ja, das ist nicht
Dass wir nicht verrutschen, ja, Christian, absolut, ne? Ja. Ey, ohne Scheiß, wie haben wir das vorhin abgemacht, ne? Das ist mir ein Rätsel. Irgendwie. Ich hab das hochgezogen, dann kommt man da drunter durch. Aha. Als wir drunter durch waren, kommt es hinten wieder raus. Das ist, ey, das ist irre. Alter, das ist ja wie im Trickfilm. Also wenn das jetzt, das ist ja Wahnsinn. Markus! Scheiße, was läuft? Ey, aber ne, ey, läuft, ohne Scheiß. Ich sag dir eins, ne, wenn man das einmal gemacht hat und sich dann und dann genau weiß, worauf du achten musst, dann läuft das auch. So, jetzt haben wir hier diese Schrauben. Ah, warte, kurze Sache noch. Ja. Ah, das geht ja nicht, ne? Was denn? Sollen wir vielleicht den Krümmer erst vorher festschrauben? Nee, das geht nicht. Wir müssen mit dem Auspuff hier vorbei irgendwie. Also ich meine nur das Endstück, ne? Ach so. Ja. Nee, will ich nicht. Nee, okay, auf gar keinen Fall. Warte mal, ich sehe aber gerade, dass wir hier unten. Da kommen wir nicht. Siehst du das? Hier, schau mal da rein. Das geht nicht übereinander hier. Siehst du das? Ah ja. Wo ist meine. Warte mal. Ja. Das heißt, es hängt. Also ich mach mal diese komische Lüftungsklappe davor. Vielleicht kann man ein bisschen besser reingucken. Ne? Ey! Hast du? Ja, klar. Achso, das heißt auch nicht. Alter, das ist ja unfassbar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist wirklich beeindruckend. Wie war das? Der Laie staunt, der Experte wundert sich. War das so? Irgendwie so war das doch. Christian, warst du da gerade mit dem Dings rum? Oder mit dem Bums? Ich hab nur ein Bier. Du hast nur ein Bier. Also, oh, empfehlenswert. So. Den Achter, die Achternuss mit dem Drehmomentschrauber. Ja. Die hast du drüben, ne? Ja, ich. Herr Doktor. Warte mal, gib mir mal nur. So. Ich muss jetzt mich wenigstens hier einmal festmachen. So. Also wie gesagt, wir haben hier vier Maschinenschrauben. Die Maschinenschrauben kommen hier hin, wo die Messingeinsätze sind, damit man sich das Plastik nicht zerdrückt. Das sind die Stellen, wo die Maschinenschrauben. Kein Problem. Was passiert? Wo die Maschinenschrauben hinkommen. Richtig sitzt. Doch, klar, alles super. Hier muss es noch vorbei, oder? Nee, muss auch nicht. Nee, alles gut. Nee, alles super. Operation gelungen, Patient tot, wie war das? Aber sitzt überall so plan. Ja, die Nupsis sind drauf. Ja, das ist super. Ja. Das ist nämlich das Wichtigste. Ne? Ja, weil das ist nämlich genau das, wo das Rad ja, auch quasi mitkühlt irgendwie. Ja, doppelt sitzen, alles klar. Ja. Also wie gesagt, vier Maschinenschrauben. 10 Newtonmeter. Mir hatte irgendwer mal gesagt, dass es ein Unterschied ist, ob man einen Drehmomentschlüssel am Ende packt oder nicht. Ja. Ist das so? Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Weil was soll sich ändern? Wahrscheinlich ein Wichtigtour. Du alter Wichtigtour. Macht schon einen Unterschied, wenn du es oben packst. Ja, du brauchst mehr Kraft, ne? Ja, gefühlt. Ja. Das Auslösemoment bleibt das gleiche. So, jetzt haben wir quasi die vier Maschinenschrauben drin. Jetzt kommen die Schrauben, die hier quasi ins Plastik gehen. Das sind einfach nur, die sehen dann quasi aus wie Holzschrauben. Eins. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Halb zehn hat man noch. Zehn? Meine Güte, du. Mit guten Freunden und guter Beschäftigung, die Zeit vergeht, ne? Die Zeit vergeht wie im Fluge, du. So, eins, zwei. Jetzt haben wir hier oben noch eine. Müssen wir uns das Gegenstück mal ein bisschen runterdrücken? Geht das denn da? Ja, das ist cool. Die letzte Schraube ist die kniffligste, so wie immer. Weißt du, welche ich meine? Die da, wo ist die überhaupt? Die ganz lange durchgeht, ne? Ach da, nö, alles cool. Das war nicht so. Nee, mega. War nicht so schwer. Nee, die war gar nicht so schwer, weil man kann schön von, wenn man das Helmfach ausgebaut hat, ne, was ich echt empfehlen kann, dann. Die Klappe hier, siehst du auch noch ganz gut, wenn die raus ist. Und genau, und die Batterie, die Wartungsklappe quasi oben. Auf vorne. So, dann kann man hier nämlich durchstechen. Warte mal, da machen wir nochmal eine Verlängerung dran hier.
So, und dann Knarre. So, das ist gleich mal hier drin. Genau, gut gesichert. Auch witzig, dass es dann das Ding geht. Ne? Wozu da normalerweise hier oben ein Einsatz hat? So. Das ist das Gefühl, wirklich. Jetzt haben wir das quasi alles wieder fest hier. Jungs, seid ihr noch dabei? Ja, unbedingt. Ja, aber unbedingt. Wir haben uns hier dein Bolzenbeschleunigungsgerät angeschaut. Das Bolzen, ja, das ist der einzige Zweck, Christian. Hör mal auf zu lachen. Ja? Sag mir mal, wer das besser baut als ich. So, jetzt haben wir die Schrauben fest, jetzt haben wir das Lüfterstück wieder fest. Jetzt können wir eigentlich einen Auspuff montieren, oder sehe ich das falsch? Ja, ne? Ich sehe es nicht falsch, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, hol mal den Auspuff mal ran. Ach ja, der Krümel. So, wie war das denn jetzt? Die beiden wunderschönen Schrauben, die waren ja am Krümmer. So, und dann haben wir zwei hässliche, die waren am Auspuff. Da suchen wir uns gleich nochmal was Neues raus. Christian, wenn du sowas noch findest, das wäre cool. So, und der Rest sind Verkleidungsschrauben. Ey, ich finde es immer cool, wenn am Ende nichts übrig bleibt. Bitte? Pass noch eine. Ach so, ja. Je später der Arm, desto größer der Spaß. So, die Stehbolzen sind quasi nicht mit abgegangen. Das heißt, der Krümmer muss jetzt hier wieder über die Stehbolzen drüber. Ich gucke gerade, der muss, glaube ich, ein bisschen weiter nach. Warte mal. So wird es schwierig, so geht das. Ja, so wird es schwierig. Warte mal, ich sehe schon. Mal Lichter machen hier. Warte mal. Licht hilft doch angeblich. So, eigentlich. Aha. So. Jetzt ist der Krümmer wieder da, wo er hin soll. Genau, bitte mal festhalten. Super, ja. Vielen Dank. Wo ist denn die 8? Das ist die 10er Nuss, ne? Ich hatte die 8er Nuss doch eben auf der Verlängerung hier. Also das ist wirklich, was ich immer beeindruckend finde, ist, man hat alles da und auf einmal ist doch wieder alles weg. Das ist hier aber 10er und kein 8er. Meine Güte, wo ist denn jetzt der 10er hier wieder hin? Boah, ey, Krawall. Hier ist ein Zehner. Sind die eigentlich auch mit Loctite? Weil es wundert mich, dass da kein Sprengling drauf ist. Oder so. Das ist eine selbstsichernde Mutter hier. Siehst du ja? Das? Ja. Aber die musst du wechseln danach. Ah, okay. Ne, da ist auch so ein Einmal-Wegwerf-Mutter quasi. Ne? Genau. Christian, hör mal bitte auf zu kramen. Das ist mit dem Maike gerade scheiße. Das war eine dumme Idee von mir. Das war jetzt blöd von mir einfach, weil das versaut den ganzen Ton. Ich habe ja keinen Tonmann, der mich darauf hinweist, dass das hier alles... Muss authentisch sein, ja. Ja, zur Not nehmen wir dieselben Schrauben wieder. Ich würde das einfach ungern tun, weil die einfach scheiße sind. Wo ist die zweite? Hier. Die sehen ja auch ganz gut aus. Nicht? Die hier, die sind super. Die Krümmerschrauben sind klasse. Die sind auch mal neu gemacht worden irgendwann. Gehe ich von aus. Weil die sind, das sind nicht die Originalen hier. Warte mal, warum geht die da so schwer drauf? Bei 4-Takter ist der Auspuff ja eigentlich scheißegal. Ja, nicht ganz. Sehr, ein bisschen schon. Nicht ganz. Kannst du auch einen Ofenrohr nehmen? Ja, schon. Hoffe, die Scheiße kommt raus, das ist laut. Das ist laut, ja genau. Ja, ohne Auspuff anlassen ist auch witzig beim Viertakter. Was ich geil fand, ich bin ja ein großer Fan von, es gibt zwei große Idole, warum ich das hier überhaupt mache. Das ist Zams Channel, ja, das ist ein Typ, der einfach wirklich super viel Plan von Mopeds hat, alles auseinander, alles wieder zusammenschraubt und so. Und der hat es echt geschafft, weißt du, der ist super, der macht eigentlich alles richtig. Okay. Dann hat der Moped zusammengesteckt und ohne Scheiß der so, ey, wir machen jetzt mal einen Motortest. Es ist soweit. Wir können den Motor anlassen. Lässt den Motor an, hat den Auspuff vergessen, weißt du? Super cool. Ja, an alles gedacht, nur an den Auspuff nicht. Fand ich echt nicht. Bisschen laut, ne? Aber sonst? Ja, ein bisschen lauter. Sonst, ja, die Nachbarn beschweren sich dann halt, je nachdem wie viel Uhr es ist, ne? Achso, was kann man eigentlich gegen das Pupsen machen? Bitte? Sobald ich Gas gebe, ist die nur am Furzen. Ist das so? Ja, hört man schon. Dann ist das Gemisch nicht richtig, ne? Viel einstellen kann man ja nicht wirklich mit den zwei Schrauben. Ne? Kannst du nicht. Ja, ist er, wie, bläst die am Auspuff oder was? Also, sobald ich in Schiebebetrieb gehe, macht die immer Putz.
Fehlzündungen? Ja, ja, genau. Durch einen Auspuff aber, ne? Also ja, nicht durch einen Krümmer hier oder so, sondern... durch einen Auspuff. Ja, okay. Ja, gute Frage, das weiß ich. Aber alles ist doch geil, ey. Hab ich bei ja, so, das nervt aber nicht. Hab ich bei meinem auch nicht, keine Ahnung. Ja, wir brauchen trotzdem noch eine Schraube. Weil, eine wollen wir doch finden, oder? Ja. Wir machen mal Pause hier, hilft ja nichts. Mutter? Wir machen keine Pause, wir machen direkt weiter. Christian hat nämlich im Fundus noch drei Schrauben gefunden. Drei Muddern. Sorry, keine Schrauben, Muddern. Weil diese super teuren, lauten Auspuffe, die da drunter machen und für ihre Vespas, die bringen ja nichts, ne? Außer dass sie laut sind, ne? Nee, der bringt überhaupt nichts. Nee, so gar nicht. So, dann steck mal an, Digga. Ich glaube, da ist ein bisschen schwierig. Soll man das Gewinde noch neu machen, oder? Ich habe keinen Gewindeschneider. Okay, dann nicht. Also, ja, fehlt mir noch. Es sind so ein paar Sachen, die ich noch nicht habe. Also ein Gewindeeisen habe ich zum Beispiel noch nicht. So. Das ist aber auch Gewinde 40. Das ist alles Gewinde. Christian hat alles Gewinde 40 hier. Und man sieht hier sogar, also es ist keine Auspuffdichtung dazwischen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch keine und Markus hat auch keine mitgebracht. Ist aber auch nicht schlimm. Wenn er vorher dicht war, dann sollte er das jetzt auch tun. Das ist schön, das passt wie zwei Erzschichten hier aufeinander. Ja. Das ist toll, ja, das ist einfach klasse. Das darfst du nicht trennen. Ja, das darfst du eigentlich nicht trennen. Deswegen wollte die Mutter auch nicht los. Ne? Hat das schon seinen Grund. Das ist quasi aus einem Guss. Ja, es ist einfach genau. Ja, es wird irgendwann von der Umwelt zu aus einem Guss. Ja. So, jetzt müssen wir gleich mal. Richtig. Soll der Gunnar nicht scheiden, ne? Genau. Er aber ohne Flachs, ihr hättet das hier mal sehen müssen. Das ist Wahnsinn. Das greift wirklich wie so ein Krokodilsgebiss ineinander. Also, ja, also der Dreck greift wie ein Krokodilsgebiss ineinander, weißt du? Ich glaube, oben hing mit am Fender dran. War das so? Oder? Der hing am Fender, glaube ich. Warte mal, kannst du mal kurz aus dem Kamerabild rausgehen? Gerne. Herr Kameramann. Ach du, das ist cool. Aber ich. Ich meine, guckt ihr eh keiner an das Video, von daher. Nur die Bierpulle sieht man, das halbe Gesicht. Das ist auch geil, gut. Ne? Das ist doch super. Ich geh mal mit dem Gesicht aus dem Bild, da ist die Bierpulle da. Ja. Ah, wir hätten... Soll ich das sehen von da vorne? Produktplatzierung. Product Placement. Wir hätten das anders machen sollen hier, glaube ich. Wir können jetzt hier... Ja, warte mal. Nee, das Problem ist einfach, wenn du den Krümmer und den Auspuff befestigst, bevor du die Auspuff-Halteschrauben drin hast, dann wird es manchmal ein bisschen knifflig. Ja, das stimmt. Ne? Da hatte ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, das hilft nichts. Warte mal, wir müssen hier unten noch ein bisschen aufmachen. Damit wir hier ein bisschen Spiel bekommen. Die gehen aber leicht auf hier. Was? Das ist ja irre, ne? Also, Markus, wir haben echt Glück gehabt, ne? Oh, Scheiß. Die Schrauben gehen normalerweise am allerschwersten auf, ne? Die Krümmerschrauben? Die Krümmer, ne, hier unten. Ja, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Da haben wir wirklich Glück. Haben wir echt Schwein. Boah, Mann, man will hier nicht rein hier. Ja, was ist das denn hier? Na, guck mal hier, fluchen. Fluchen geht immer. Ich schwör's dir. Fluchen hilft. Fluchen hilft immer, du. Das ist so. Fluchen entspannt und auf einmal arbeitet man wieder ganz anders damit und dann klappt das auch. Ne? Hab ich mal auch im Schrauben am Auto gehabt. Da bin ich auch mega am Fluchen gewesen. Schmeißt du den Schrauber auf den Boden. So eine verdammte Scheiße. Titscht weg, kommt mir so ein Typ entgegen, guckt mich also wie so ein Irren an. Ne? Ich denke, ich war ja auch gerade Irren. Ne? So, was guckst du mich so an, Alter? Ich denke, und ich fahr das Schraub weiter. Halbe Stunde später, er mit seinen fünf Brüdern. Ey, hast du meinen Bruder dumm gemacht oder was? Ich so, Alter, ich bin am Autoschrauben. Ich hab meinen Bruder gar nicht wahrgenommen. Ey, du hast schon angeschrien, ey. Aber Werner, das ist doch nett, die kommen mir mit zu helfen. Alle fünf. Ja, dachte ich eigentlich auch. Ja, ja. Cool, könnt ihr mal kurz der so, mir? Ey, der hat ein Problem gehabt, der hat die Schraube nicht reingekriegt. Komm, wir gehen dahin. So. Ah, meine Güte. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber Markus, hättest du das gedacht nach den Anfangsschwierigkeiten jetzt? Nein, hättest du nicht. Okay. Also ich habe gedacht, das mit der Schraube hat mich gerade echt so... Also, ne, diese du warst hart genervt, ne? Ich hätte das auch leicht gesehen. Ich war nicht hart genervt, ich habe nur gedacht so, Alter, was... Ich hab warum? Geärgert halt. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum kann ich das als Schlachtfest rausgeben? Ja, ja, ja. Nee, also das ist... So, bevor wir die jetzt hier festziehen... Christian, kannst du mal bitte nachgucken, Auspuff Krümmerschrauben in dem Othello-Handbuch hier? Die 17. Hast du den schon das gemacht hier?
Bitte? Das sieht richtig gut aus. Das, ja, das, so sieht ein Fremdkörper im Rennraum beim Zweitakter aus. Ja. Marco spielt hier gerade mit einem Kolben rum und ja, sieht echt klasse aus. Das war eine Honda Lead, Baujahr aus den 80ern irgendwie. Richtig, richtig geiles Teil. Ja. Aber nachher waren so viele Teile kaputt und die Teile waren so teuer und dann war die Verkleidung auch noch gerissen und so und dann ist er leider auf den Ersatzteilmarkt gegangen. Haben sich aber noch viele Leute gefreut, weil sie noch Teile abgreifen konnten. Auspuff gibt's gar nicht, ne? Die gibt's nicht. Auspuffhalter. Halterung, Auspuff. Ja gut, pass auf. Wenn es nicht gibt, dann machen wir es handwarm. Me no care. Wo ist die Verlängerung? 3/4 Zoll. Was wolltest du denn gucken jetzt? Ich wollte gucken, wie viel die hier kriegen. Ach, Drehmoment. Ja, natürlich. Ach, da bist du falsch. Entschuldigung, das ist falsch. Dann müssen wir in dieses PDF reingehen. Ja, das PDF habe ich ja gerade gesagt. So, warte mal. Da, Bremssattel, geh mal hoch bitte. Lenkkopf, Motorhalter, Ölfilter. Nee. Geh mal hoch. Nee, shit. Geh mal runter. Kacke. Dann steht's nicht drin. Lüfterschraube, Schwungradschraube. Hä? Vorderachsmodi, Hinterachsmodi, Motorhalde, Motorplattenmutter. Was ist das denn, die Motorhalde, Plattenmutter? Geil, ne? Deutsche Sprache. Ja. Hier, Bremshebel, Zapfenschraube. Bremshebel, Zapfen, Kontermutter. Aber ich finde auch die Bremsklotz, Stiftschraube. Nein, pass auf. Die Hinterstoßdämpfer, Dämpferkolben, Kontermutter. Das ist das Allerbeste. Das ist ja wohl. Alter, mega, ey. Das ist ja der Wahnsinn. So, warte mal, geh mal hoch. Sorry, stopp. Das bringt ja alles nichts. Das macht den Film ja nur unnötig lang. Stopp nochmal runter, bitte. Sorry. Hier. 10 mm Schraube, Mutter, 35 Newtonmeter. Das machen wir jetzt und bums fertig. Ja, nee, da fackel ich jetzt nicht lange. Das ist ja. Wir wollen ja auch nochmal fertig werden hier. Wir müssen noch aufräumen, das darf man nicht vergessen. So. 35 Newtonmeter und go. Achso, bis was kann der denn hier? Der kann bis 12, glaube ich. Ah ja. So. Ja, ist doch so. 10 mm Schraube. Oder ist eine 8er? Nee, ein 8er, ne? Ist 8 oder 10? Nee, ist 8. Hast du hier eine 22. Oh, der kam bis 20. 22. 22? 24. Boah, Viertelzoll. So, hat schon geklickt hier. Ich hoffe, die untere klickt jetzt nicht direkt. Doch, klickt sie. Kein Problem. Hält wenigstens das. Das hält, ja. Du stehst schon wieder voll im Bild, Mann. Ja, meine Güte, also das hilft aber auch nicht mehr, ne? Ja. Was machen wir jetzt? Gucken wir erstmal, ob die Kamera noch aufnimmt, weil die macht immer nur eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob sie das noch tut. Ja, tut sie. Wir haben noch. Ach, wir haben noch mega lang hier. Alles gut. Ey, stark. Nee, Öl, das ist eine ganz schlechte Idee. Das ist, brauchen wir nicht. Überbewertet, ne? Wird überbewertet. Wir machen jetzt den Fender wieder drauf. Wo ist der Fender? Da. Fenderbänder. Du warst auf der rechten Seite, ich mach die linke, weil ich kenne mich hier besser aus. Hier war ich eben auch. Ja. So, jetzt war hier eine. Was waren da für Schrauben drin? Kann ich dir sagen. Die waren aus Metall und hatten. Ja, genau. Ja. Eigentlich ist es egal, genau. Kommen ja auch zwei Stück rein. Zwei Stück kommen rein, genau. Christian, wusstest du, dass ein Bagatellunfall im amerikanischen Fenderbender heißt? Fenderbender? Aber ja. Fenderbender ist auch eine Sauftour. Ist es so? Ja. Ach. Go on a Fenderbender. The more you know. So gut zusammen, oder? Ja. The more you know, sag ich da immer stark. Ja, Fenderbender ist eine Blechschaden. Das ist genau, das ist die amerikanische Übersetzung für Blechschaden. Ja, finde ich ziemlich cool. Hier. Suchst du das? Ja, genau. Ja, sorry. Ich hatte. Ja. Kommt da die gleiche rein? Ja, würde ich mal meinen. Ja. Es gibt noch welche, die sind sehr schön. Und das sind die von der Verkleidung. Das ist die hier. Okay. Das ist nicht die. Das heißt, die ist wahrscheinlich von der. Die ist von der und die 2,8er, genau. Weil ich hatte nämlich noch zwei von der Verkleidung, also vom Verkleidungsteil. Ja, Öl, ne? Das ist eine gute Frage. Ich muss mal gucken, ob ich noch Öl da habe für einen Viertakt-Roller irgendwie. Ich glaube ja. Ach, guck mal einer an hier. Motorrad sehr gut, steht hier. Motorrad sehr gut ist auch Roller sehr gut, ne? Oder? Motorrad sehr gut ist doch so, oder? Motorrad sehr gut ist Roller sehr gut? Ist Roller sehr gut. Sehr, sehr gut, Lass. Sehr, sehr gut sogar. Ist Roller sehr, sehr gut.
Ja. Ja. Geil. Ich wollte immer mal ein Schwachsinnsvideo machen, das ist das erste. Ach, Quatsch. Doch, ernsthaft. Hast du halt viel gelernt bei dem Doch. Video. Ja, ja, der natürlich. Der Zuschauer auch. Der Zuschauer. Ach, der Zuschauer. Ja, ist das letzte. Ja, klar. Ich mal welche Runde. Ja, können wir machen. Wir müssen eh gleich noch ein Bierchen trinken. Wir trinken natürlich nur alkoholfreies Bier. Jefa alkoholfrei. Jefa Fun. Die haben komischerweise haben wir das Fun nicht drauf gedruckt. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Ne? Aber, keine Ahnung, warum das so ist. Ne? Das ist hier die Sonderedition, das ist der Fehldruck. Genau. Das ist der Fehldruck, ey Christian. Also weißt du, was du bei mir für Ideen hast. Ne? So, wir haben die Ölablassschraube festgedreht. Wir haben den Auspuff festgedreht. Wir haben den Krümmer am Motor festgedreht. Wir haben die Schrauben vom Fender festgemacht. Wir haben die Schrauben von der Auspuffhalterung festgemacht. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Verkleidungsteil. Der Fender ist fest. Das Verkleidungsteil fehlt. Dann machen wir uns die Wartungsklappe wieder zu, setzen die, das Helmfach wieder ein, füllen Öl ein und dann warten wir bis morgen, bis alle wieder nüchtern sind und dann fahren wir. Genau, das Wichtigste. Ne? Ja, wir trinken noch, wir trinken jeden Fall Fun. Wir machen jetzt das Verkleidungsteil wieder dran. Geil. Warte mal. Wir müssen nochmal die Szene mit dem Mutterfällen nachdrehen. Die Szene? Nee. Christian, es ist. Nein. Christian, es tut mir leid, es ist zu spät. Nee. Ja, Christian hat vorhin wirklich diese Mutter abgefeilt, die da nicht abging. Also das war der Oberkotz. Ja, was will man machen? So, das Teil wird hier quasi eingehakt. Aber wie? Oben sind quasi so, ja, so Laschen. Wichtig ist, dass ihr, ne, das muss hier quasi drunter. Genau. Da hat es nämlich eben gehakt. Da hat es nämlich eben gehakt. Irgendwie. Das hast du dann abgemacht, ne? Und jetzt muss das von selber raus. Ja, okay. So, ja, okay. Ja, ja. Ja. Warte mal. Hier ist noch so eine Buntmutter drunter. Ach, stark. Da kommt diese so eine Blechschraube. Rein, ne? Ja, ja, aber das muss jetzt hier noch unter das Trittbrett. Ja, genau. Ach so, okay. Genau. Na, hier kommen diese, wie heißen die denn hier? Ich hab's dir auch vorhin, ich hab's doch vorhin erzählt. Ja, ja. Spreiznieten heißen die. Spreiznieten. Die kommen quasi hier rein. Ja, genau. Ja, habe ich probiert. Ne, weißt du, als ich noch jung und unerfahren war, dachte ich so, ey, Alter, geil, ne, ist der Kreuzschlitz drin. So, ne, muss der irgendwie rausgehen. Und ich drehe, Ja, ne, bis mich dann irgendwie jemand angerufen hat und gesagt, so lebst du noch. Ich habe so gesagt, ich versuche gerade die Spreiznieten rauszumachen. Lass mich mal in Ruhe. Genau. So, jetzt haben wir quasi hier oben noch eine Schraube. Was denn? Das Bubble von dem Helm. Ey, das sieht aus wie aus Stalker, Call for Pripyat, dieses Computerspiel. Kennst du das? Wo du im radioaktiv verstrahlten Russland rumläufst. Richtig cool. Da haben die auch so Helme. Mega cool. Sieht genauso aus, als wäre es daraus geklaut. Total abgefahren. So, die Schraube kommt hier. Das würde auch gut. Ja, aber da fehlt der Schlafanzug, ne? Ja. Nee, das war Star Trek, ne? Die ersten Folgen, glaube ich. Da hatten die ernsthaft Schlafanzüge an, ne? Ist kein Witz. Bei Star Trek? Ja. Ohne Scheiß. Die ersten, ja, hier mit Pille und so, ne? Ja. Also ich bin ja weder Star Trek noch Star Wars Fan. Das kann man jetzt irgendwie finden, wie man will, aber es hat mich irgendwie nie geflasht. Keins von beidem? Keins von beidem, ja, verrückterweise. Was ich geil finde, das kennt natürlich niemand, sinnlos im Weltraum. Wer kennt sinnlos im Weltraum? Sinnlos im Weltraum. Nein, nix. Sinnlos im Weltraum ist eine Neuvertonung von Next Generation mit Picard. Ach, so, ja, und Picard ist mega asozial, Alkoholiker und prollt die ganze Zeit nur rum. Riker ist ein richtiger Vollidiot und checkt gar nichts. Ne? Also es ist grandios, weißt du, und hier Data kann ich mal eins und eins zusammenzählen. Ne? Also es macht wirklich Spaß zu gucken. Das ist total bescheuert, aber das ist ja. Weiß ich nicht. Aber such das jetzt nicht, Christian, sonst kriegen wir Ärger mit der GEMA hier, da habe ich keinen Bock drauf. So, jetzt haben wir hier eine lange und eine kurze Schraube. Die lange muss hier hinten rein, die kurze hier vorne, ist auch 10. Sieht ein bisschen alt aus, das Ding, glaube ich. Alter, vergiss es, ey. Ich sag ja, das ist wie Stalker. Wieso wird denn das nicht fest hier? Galaxy Quest, planlos. Galaxy Quest. Ja, richtig, Galaxy Quest, das gab's auch noch, ja, stimmt. Und da gibt's ja was Neues noch mit,
heißt denn der Family Guy Typ? Der heißt Seth MacFarlane. Ja, genau. Ja. Der hat auch so eine neue Serie rausgekommen. Ach, witzig, okay. The Orville. The Orville? Was ist das? Ja, genau. The Orville. Das ist auch so ein Planus. Planus des Weltalls. Geil, mega. Hammer. Ach, das sind auch richtige fette Schrauben drin. So. Ja, hier sind auch richtig fette Schrauben drin. So, die sind jetzt hier drin. Festgeschraubt nach DIN 0815. Ganz wichtig, haltet euch dran. Kennst du, ne? Ja, DIN 0815. Ist die eigentlich, man braucht keine andere mehr. So, macht euch hier dieses Trittbrett wieder. Tritt wieder drauf. Hier, Trittrad. Da sind so Nupsis unten drunter, ne? Die haken dann da ein. Sollte man auch alle da wieder einhaken. Cool, dass bei dir noch alle dran sind. Ein Wunder eigentlich, ne? Echt? Die haken nicht. Wie, die haken nicht? Ja, der ist ab, siehst du? Ist auch ab. Ja, deswegen von wegen Wunder, dass noch alle dran sind. Es ist, also zwei ist abgerissen. Ja, toll. Das ist, weil die Leute das nicht checken, wie man das rausmacht. Die reißen dann einfach dran. Und dann reißen die Dinge ab. Ja, man müsste eigentlich festkleben, aber das bringt es ja auch nicht. Dann machen wir die Wartungskappe nicht wieder dran. Wir müssen ja Öl einfüllen. Ich hab gehört, wir müssen Öl einfüllen. Du kannst eigentlich schon mal das Heldfach wieder einbauen. Ja. So, oder? Oder wie, oder was? Das muss nur reinlegen. Bitte? Das muss nur reingelegt werden. Du hast das gar nicht festgeschraubt. Ich hab das nicht festgelegt, weil ich ständig dran musste wegen Vergaser einstellen und irgendwas auf den Sack reißen. Wir sehen uns nicht zum letzten Mal, glaube ich, ne? Was das angeht mit dem Othello hier, ne? Also würde ich mal vermuten. Wir können gerne das Ding hier mal, was du sagst. Den Vergaser Ultraschall reinigen, ja, das machen wir mal. Ich glaube nicht, dass der echt rein von der Scheiße versippt ist nach 2 Jahren rumstehen. So, folgendes. Der Othello braucht, wir gucken jetzt mal gerade nach. Christian, ich muss mal gerade verscheuchen hier. Ach komm. Guck mal bitte Ölmenge hier. Guck mal, hier in dem PDF bitte. So, das muss oben irgendwo drin stehen. Ja, das glaube ich funktioniert nicht. Nee, Ölmenge, nee. Ha! Nee. Übermäßige Ölmenge. Komm, geh mal weg da. Geh mal ganz nach oben, Füllmengen und so weiter. Öl. Muss ich packen, dass es raus ist. Ernsthaft? Ja. Wieso das denn? Ja, ich krieg's so nicht rein. Das ist ja eine Frechheit. Nee, Christa, gib mir weg, bitte. Komm, dann lass mich da hin. Ohne Scheiß. Hör mal auf den Scheiß. Warte mal. Steht hier oben drin. Allgemeine Daten. Reservekraftstoff 1,2 Liter. Ölfüllmenge 1,1 Liter. 1,1 Liter kriegen wir jetzt aber auf gar keinen Fall rein, weil wir ja den Ölfilter nicht leer gemacht haben. Das heißt, ich würde jetzt mal anfangen da. Ach so, 800. Ist noch getrennt oder was? Ja, im Ölfilter ist ja noch ein bisschen Öl drin. Ah, und Ölwechsel deswegen. Mit Filter sind 0,8. Oh, und ohne Filter? Ölwechsel sind 0,7 bis 0,7. Ja, Moment, stopp. Das ist jetzt der Unterschied. Das ist ein Werkstatthandbuch für ab 2000. Und was ich gesagt habe, ist ja, dass der 2000er den Ölkühler vorne hat. Mhm. Das heißt, da ist auch noch Öl in den Schläuchen drin. Das sind mindestens 100 Milliliter. Das heißt, er braucht mehr. Er braucht weniger. Genau. Also der 2000er braucht, genau, der 2000er braucht mehr. Wir fangen jetzt einfach mal an, hier 800 Milliliter einzufüllen. Diese wunderschönen, guck mal hier, Premiere. Ich liebe ja Premieren. Ne? Jetzt haben wir hier eine Messbecher-Premiere. Komm, ich geh mal hier. Boah, guck mal hier. Messbecher-Premiere. Stark. So, füllen wir jetzt mal 800 Milliliter da rein. Das Ölschauglas, weißt du ja, wo das ist, ne? Ja, hier unten, ne? Wo man nichts erkennen kann. Guck mal hier, ich habe gesagt 800, was habe ich eingefüllt? 820? Nein. Nicht schlimm. Wo man nichts erkennen kann. Was denn? Da kann man nichts sehen, man nimmt Ding. Aber du siehst jetzt was. Du siehst, dass es leer ist, ne? Christian, weniger? Ja, kriegt man nur noch 700 rein. Du musst nicht meinst du? In der Mitte wahrscheinlich, ne? Da sind 3 Striche. Ja. Full, empty und gut. Okay. Das Problem bei diesem Roller, ich hasse es wirklich, hier Öl nachzufüllen, weil man kann hier nicht guten Trichter reintun. Soll ich den mal halten? Ja, warte mal. Ich guck mal gerade, ob ich was Besseres. Ich glaube, mit dem hier geht es noch am besten, mit dem großen hier. Ich hatte aber noch mal einen größeren. Ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Das ist ja voll kacke hier. Das ist doch kacke, ne? Oder, Christian? Ich kann ihn so halten. Ja? Und ich gieße jetzt Öl über die Finger, ja? So wie immer. Kanadische Bodylotion. So. Shit. Ist das auch Fun, das Öl? Ja, also, ja, ist auch super Fun. Das ist super Fun, oder? Das ist sehr, sehr gut. E10. E10. Siehst du schon was, ich Markus? Null an dem Glas. Das ist einfach nur komplett. Wie du siehst null? Schäbig dicht. Ist das eine Digitalanzeige? Zeigst du null an? Ja, es zeigt null an. Ah, jetzt kommt. Ja, jetzt läuft. Jetzt ja. kommt.
Ja, weißt du? Ne, das ist dann so. Schatz, siehst du schon was? Oh nein, 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 jetzt kommt's. So, pass auf. Gib mir noch ein bisschen nach. Weiter, noch nicht mal halb. Noch nicht mal halb. Also noch nicht mal Mittelstrich. Jetzt sind wir. Warte, stopp. Jetzt sind wir. Ah, das sieht gut aus. Warte, das sieht gut aus. Ja, so? Jetzt sind wir zwischen zweiten und dritten Strich. Ja, oben oder unten? Oben. Ja, ist okay. Das ist okay. Lassen wir es so. Also ist so gefüllt zu ungefähr zwei Drittel, würde ich sagen. Ja, lass mich mal schauen. Ich 700 Milliliter, oder? Lass mich gucken. Lass mich gucken. Es waren jetzt. Nee. 610 okay. Oder so. Ein bisschen wenig. Ja. Egal, muss man laufen lassen, danach nochmal nachfüllen. Ist ja alles kein Problem. Also, wir lassen es jetzt erstmal so. Christian holt jetzt mal da den Schnorchel wieder raus. Steckt nicht den Schnorchel wieder rein. Das war letzten Mal komplett einfach nur voll. Es war voll. Ja, das kann sein. Weil du siehst ja, man sieht was. Ne? Also es ist schon okay, ne? Also ja. Ich hatte meine gekauft, da haben sie ja den Unterdruck und den Spritschlauch vertauscht. Da war der Motor voll mit Sprit, das war auch grandios. Ja, deswegen habe ich ihn für 200 Euro bekommen. Ne? Der Motor war voll mit Sprit. Ja, voll mit Sprit. Weil die haben einen Drossel eingebaut auf 80 km/h. Und dafür musst du den Ansaugstutzen abbauen. Ne, der sitzt zwischen Vergaser und Motor. Auf 80 km/h Drossel. Genau. Ja, weiß ich auch nicht warum. Der fährt nur auf 95. Direkt. Was? Echt? 90. Ja? Autobahn. Also 100, ich habe einmal 100 geschafft mit der Autobahn. Ich würde denen das auch nicht mehr zumuten wollen. Also ich fahre mit dem Ding allerhöchstens 80 oder so. Ja. Ich bewege den nur in der Stadt. Genau. Wenn ich Autobahn fahre, fahre ich Passat oder mit der Suzuki. Aber das ist. Nee, das ja, will ich. Kurz gemacht, so ja, das ich, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, das finde ich scheiße. Aber es macht auch keinen Spaß. Nee, es macht keinen Spaß. Weil du auch kein Windschild hast. Deswegen macht es überhaupt keinen Spaß. Du kriegst ja alles. Echt? Bis es abgebrochen ist. Aber. Ich habe es weggeschmissen gestern, weil. Warte mal, ist nicht ganz dicht. Das klickt rein. Weil es hat halt. Es ging ungefähr bis hier. Ach nee, es war mit dem Luftzug, dass es dir voll ins Gesicht bläst. Genau. Irgendwie, ne? Ja. Das war zwar so ein bisschen besser als ohne, muss ich sagen, witzigerweise, weil es doch ein bisschen drüber ging. Man muss halt so groß sein wie ein Südkoreaner. Genau. Ne? Das ist, ja, das du lachst, nerviger. Aber das ist wichtig. Was aber viel nerviger war von der Höhe, das ist genau für den Augen. Wisst ihr was? Es ist leer, das ist geil, ne? Das ja. Ist auf der Straße. Das war's auf der Straße? Das war so Fernsicht. Genau, im Sichtfeld. Genau, das hat genervt wie Sau. Weil hat es so reflektiert oben in der Kante, das, die Autos und so, habe ich sofort weggeschmissen. Das ging da so auf den Sack nachts. Ich kann noch eine Anekdote zu dem Windschild erzählen hier. Das Problem ist, wenn du ein Windschild dran machst, das war bei dir an den Spiegeln dran, ne? Genau. Und ich habe noch ein Otello hier stehen und der ist in einem Kopfsteinpflaster gefahren. Das Windschild wiegt ja locker mal, weiß ich nicht, 4-5 Kilo mit der Halterung. Der hat ein großes, ach so, okay. Ein hohes. Ja. Und das ist einfach abgebrochen. Okay. Da musst du einen neuen Lenker installieren. Ja? Ja, weil die Spiegelhalterung am Lenker dran ist. Ach so. Und die ist nicht dafür ausgelegt. Die ist einfach abgebrochen und die ist nicht dafür ausgelegt, ein Windschild zu tragen. Dann ist über Kopfsteinpflaster gefahren und ist einfach abgeschert. Der Wind ist so tief vom Spiegelhalter. Ich weiß, ja, das ist ein Witz. Also das ist, da kannst du kein Windschild dran machen. Also ich weiß nicht, welcher Ingenieur sich das ausgedacht hat. Ein guter war es jedenfalls nicht. Und, was ist der Hebel, habe ich gesagt. Wer ist der hier? Was ist der Hebel? Welcher Hebel? Das weiß ich auch nicht. Weiß auch nicht. Nee, keine Ahnung. Das ist der vor dem vor der Bremse. Vor der Hinterradbremse ist das. Das ist die Hinterradbremse? Genau. Keine Ahnung, was das ist. Verstellbremse. Verstellbremse. Handbremse. Hornbremse. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen ernster hier werden. Jetzt müssen wir, ey Leute, jetzt hier, ne? Hat recht. Was denn? Feststellbremse. Ernsthaft jetzt? Laber. Ja. Ohne Scheiß? Ja. Ne. Nein. Okay, Christian, also ich weiß nicht, was ich mit dem Christian noch machen soll hier. Ist, irgendwann, ich bastel dem irgendwann mal so einen Orden, so, weißt du, so hält der Garage am Seilring. Ja, hält der Arbeit. Nee, Technik-Nerd. Oder pass mal auf, der ist eigentlich dazu da, drinnen den Motor zu blockieren. Genau. Mit diesem Hebel blockieren. Nee, das ist der Hebel, der automatisch die Kronenmutter ablöst. Ich wollte gerade sagen. Ja, die kommt dann von alleine raus. Ja. Mist, haben wir leider jetzt erst gefunden, aber jetzt wisst ihr ja Bescheid. Ihr müsst die Kronenmutter nicht abmachen. Was ist richtig am Arsch? Das Motorrad verkauft. Das Motorrad ist kaputt? Was denn, der Fender hinten? Nee, ja, tatsächlich. Ja, der ist richtig abgebrochen, ja. Ah ja, der hat der TÜV neu bekommen. Krass, dass der TÜV bekommen hat, meine Güte. Was hast du denen gegeben, ey? 500. Boah. Dem TÜV? Achso, dem Verkaufer. Dem Verkaufer. Was der gemacht hat, weiß ich nicht. So, Vorsicht! Ja, stopp, wieder hoch. Was denn? Erstens Schraubenzieher drunter. Ja, macht doch nichts.
Ja, ich. Ja. Ah. Ja, komm, ey, du Mädchen. So, pass auf. Klong. Ach. Ja, da muss das Boot abkönnen, ne? Du hast Gunnar noch nicht Motorräder einpacken sehen, oder? Der hat er noch nicht, ne? Habe ich mir das Getriebe von der Winde kaputt gemacht hier. 50 Euro Winde, jetzt ist sie kaputt. Wie das denn? Es geht einfach kaputt dann irgendwann. In dem bisschen? Ja. So, jetzt durch die Winde. Das ist ja schade. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das macht mich jetzt sehr traurig, muss ich sagen. Ja, die Winde ist durch jetzt hier. Guck mal. Ja, die ist ausgeschert gerade. Nee, Christian, lass mal jetzt. Ich pumpe das jetzt ein bisschen hoch. Ja, warum? Weiß ich nicht. Ist kaputt jetzt einfach. Hat seine Lebenszeit erreicht. Ja, wenn wir gleich Kassensturz machen, dann kaufe ich mir einfach eine neue gebraucht. Ja, die ist jetzt durch. Hier. Ja, lass mal in Ruhe. Mach ich vielleicht noch irgendwann auf, aber nicht mehr heute. So. Jetzt hier Helmfach, ne? Da war doch was. Da war doch was mit der Helmfach. So, wo ist denn jetzt hier der... Boah, Werkzeug aufräumen. Ich habe keine Lust. Das weiß ich nicht, Christian. Das musst du dir selber merken. Dieses hier. Meinst du, ist das wieder, wo oben abgewimmelt ist? Ja, ich kennzeichne die immer. Ja, das ist nicht das hier. So, wo war denn der Fäustel? War der hier? Ja. So. Aber irre. Wo ist der? Mit Schlüsseln habe ich nichts am Hut. Ich gerade auch keine. Du auch nicht? Das ist ja blöd. So. Warten wir auf das Herablassen? Oder worauf warten wir? Ja, okay, das ist eine grandiose Idee. Machen wir so. Ich muss es eh alles noch sauber machen. Hier kommt es eh alles auf den Tisch hier erstmal. So. Hilft ja nichts. Tür zu. Auspuff ist dran, ey. Wieso Tür zu? Wieso Tür zu? Damit es draußen nicht so ist. Oh, das ist sehr rücksichtsvoll. Ich muss den Kompressor aber erstmal wegstellen, sonst kommen wir hier nirgendwo hin. So. Kompressori. Boy hier. So, jetzt können wir eigentlich die Bühne mal runterfahren. Steck mal zu deinen Ersatzteilen hier, den Scheiß. Ja, schauen wir mal. So. Achtung, Bühne fährt. Achso, steht noch irgendwas unter der Bühne? Nein, tut's nicht. So. Wir fahren jetzt mal hier runter und dann machen wir mal eine Testfahrt und dann sagen wir mal Bescheid. Bescheid. Ja, machen wir mal an. Du zählst auf, du zählst ein. Ich zähle. 1, 2, anlassen. Ja, mega. Ja, fahr mal. Am besten irgendwo gegen, ne? Zumindest nicht gegen das Grüne. Zumindest nicht gegen die Grüne, ja. Und? 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 Geil ist es. Kalt ist es. Kalt ist es. Nee, läuft gut.
Ja, oder? Kein Unterschied zu vorher. Ja. Das ist natürlich viel besser mit der Ölpumpe. Klar, viel merkt man sofort, ne? Klar. Pumpt sofort viel besser, ne? Pumpt sofort viel besser. Nee, stell nochmal auf den Hauptsteller, gucken gleich mal Öl. Ah, okay. Ne? Weil Öl, ja. Stark. Ich mache jetzt hier eine Abmoderation. Ja, keine Ahnung, so. Mega cool. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe ja gedacht, das ist so eine, keine Ahnung, 6- oder 7-Stunden-Aktion. Ich meine, wie lange haben wir es gebraucht? 4. 18.30 bis 22.45 oder was? Das ist jetzt natürlich am nächsten Tag Abend. Ja, wir haben am nächsten Tag Abend, wir sind ja ausgenüchtert. Eine Woche später. Ne? Eine Woche später. Und ja, cool. Finde ich mega. Also uns hat diese eine Schraube da am Krümmer echt hart genervt. Das war das einzige Problem. Das war das einzige Problem eigentlich. Das Gute war, dass der Stator mit den Schrauben wirklich nicht mit Loctite drin war, sondern die hat schon mal jemand rausgemacht irgendwann, weil wahrscheinlich den Stator gewechselt hat, weil die Lichtmaschine platt war. Und deswegen gingen die auch super einfach raus. Wir haben bei den Schrauben, bei denen, die ich rundgedreht habe, habe ich direkt den Starkschrauber benutzt. Ne? Weil, macht Sinn. Ne? Macht Sinn. Und es ging auch einfacher. Und was hat er runter? 10.700 erst. Eigentlich gar nicht so viel. Nein, ja. Und mit den neuen Ölpumpen-Zahnrädern hoffe ich, witzigerweise, deine sind noch nicht kaputt, meine waren schon kaputt, obwohl meine erst 3.500 gelaufen ist. Ne? Also liegt einfach nur im Alter. Ja, ne? Steck's nicht drin. Cool. Ja, ein bisschen chaotisch hier alles. Ich guck mal, wie ich das am Ende alles zusammenschneide, dass das irgendwie nicht irgendwie eine Stunde 50 wird oder zwei Stunden oder was auch immer. Und ja, Nischenvideo, weiß ich nicht, guckt man sich an, weil es witzig ist und nicht, weil man irgendwas davon lernt, weil wer will das nochmal machen, irgendwie bei so einem alten Ding. Ja, außer du hast die Chance dazu, das irgendwie zu machen, so wie hier. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr es mögt, gebt ein Like oder so. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Betreute Schrauben. Guter Mann. Danke.